Ich hoffe sehr darauf, dass unsere Diskussion gut geht und dass wir wichtige Fragen heute besprechen. Und ich stelle dann erst unsere Teilnehmer vor. Mindaugas Gutauskas ist Dozent an der Philosophischen Fakultät der Universität Vilnius und arbeitet im Bereich der Phänomenologie. Und Philosoph, deutscher Philosoph Bernhard Waldenfels, man kann über ihn sehr viel sprechen und sehr viel sagen. Zurzeit ist er Professor Emeritus an der Ruhr-Universität Bochum und hatte letzte Zeit mehrere Gastprofessuren in New York, Paris, Rom, Hongkong etc. Und wenn man über Themen spricht, an welchen Professor Waldenfels arbeitet, das ist vor allem responsive Ethik und Phänomenologie. Gestern wurde dieses Thema schon erwähnt. Aber dazu noch Phänomenologie des Fremden, des Eigenen und Fremden, Phänomenologie der Leiblichkeit und die französische Phänomenologie und Philosophie. Und es ist auch sehr wichtig zu erwähnen, dass Professor Waldenfels erheblich dazu beigetragen hat, dass in den 80er, 90er Jahren die neue französische Philosophie in Deutschland bekannt gemacht wurde. Und man kann noch sagen, dass Bernhard Waldenfels Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Phänomenologische Forschung ist, hat die ganze Reihe von Büchern, das ist ja die ganze Liste von Büchern, viele Bücher sind schon auf mehrere Sprachen übersetzt. Und wichtig ist auch, dass Bernhard Waldenfels einen Kreis von Schulen hat, die schon in verschiedenen Städten von Deutschland und außerhalb von Deutschland tätig sind und Phänomenologie weitermachen. Und scheint mir wichtig zu erwähnen, dass 2009 in Freiburg Bernhard Waldenfels Archiv gegründet wurde. Und dort kann man schon jetzt die Manuskripten und Texte und Bücher von Herrn Waldenfels finden und daran arbeiten. Wir haben ein bestimmtes Thema für unsere Diskussion ausgewählt. Die Hauptbegriffe, die wir heute besprechen wollen, sind vor allem die Begriffe der Normalisierung und des Normativismus. Und die Frage ist, welche Formen diese Normalisierung und Normativismus heutzutage annehmen. Und wir wollten das nicht nur rein theoretisch, sondern vor allem in Bezug oder im Kontext unseres sozialen, politischen und kulturellen Lebens, auch in Bezug auf Belarus und Lituanien und Deutschland besprechen. Und man kann noch dazu sagen, dass dieses Thema der Normalisierung Bernhard Waldenfels schon lange Zeit interessiert. Man kann über das Buch Grenzen der Normalisierung, Studien zur Phänomenologie des Fremden sprechen oder auch über das Buch von 2006, Schattenrisse der Moral. Und dieses Thema der Normalisierung ist auch mit den Themen des Fremden und der Konstitution der Ordnungen verbunden. Und wir haben so entschlossen, dass dass Herr Waldenfels beginnt, eine kurze Einführung macht und dann machen wir die Kommentare, erst Mindaugas, dann ich, dann ein kleines Gespräch, wenn es geht, und dann können wir zusammen diese Fragestellungen und Probleme besprechen, die in unserem kleinen Kreis erst entstehen. Schön. Dann beginne ich. Ich hoffe, das wird ein bisschen ein Abenteuer des Dialogs. Jeder Dialog sollte etwas Abenteuerliches haben und nicht bloß irgendwelchen Regeln nach Regeln ablaufen. Wir haben einen Text ausgesucht als Grundlage, der hat den Titel Politik an den Grenzen der Normalität. Vielleicht ein kleines Wort nur zu diesem Text, den ich hier nur resümiere. Also ich betrachte Politik aber nicht generell. Generell über Politik sprechen heißt wie über Kunst sprechen oder Religion. Das wäre so allgemein und vielfältig. Also Politik unter bestimmten Rücksichten, nämlich unter dem Gerichtspunkt der Normalität, ein Begriff, der auch in den Human- und Sozialwissenschaften gebraucht wird. Ich habe Ihnen einen Text vorgeschlagen, der geht zurück auf einen Tag in Sofia, 2001, weiß ich nicht genau. Dann eine Tagung in Sofia mit Derrida zusammen und es war
Es war ganz kurz nach dem 11. September, also 2001, muss ich sagen. Es war genau ein paar Monate nach dem Attentat auf World Trade Center. Das war sozusagen im Hintergrund noch 2001. Und das Ganze fand statt in einem osteuropäischen Milieu. Also waren Bulgaren beteiligt und Ungarn, was weiß ich. Insofern passt dieser Text auch ganz gut in unsere Landschaft hier im Baltikum. Also ich möchte das jetzt kurz nur einige Daten zusammenfassen. Sie werden ja dann darauf eingehen, der Rest bleibt dann für die Diskussion. Der erste Punkt überhaupt, Normalität. Ich mache den Unterschied Normalität und Normativität. Dazu ein kurzes Wort. Beide Wörter, Normalität und Normativität, gehen auf Norma zurück. Das ist eigentlich das Winkelmaß, das von Architekten gebraucht wird, oder eine Richtschnur in der Architektur. Im Griechischen das gleiche Wort Kanon heißt auch das Richtmaß. Ist auch ein Gerät, das man beim Bauen benutzt. Das ist dann der materielle Kern einer Norm. Nun, der Begriff der Norm ist schillernd. In der Moderne finden wir vielfach die Unterscheidung zwischen Normativität und Normalität. Normativität, das ist die Frage, was ist richtig und was ist falsch. Die Frage, was sein soll, das ist die, wie man unterscheidet, die Sprache der Präskription, das ist der Vorschrift. Und die Norm für die Normalität bleibt dann nur ein sekundärer Platz. Es ist das, was zumeist geschieht, was faktisch zumeist geschieht. Es ist nicht de jure, sondern de facto. Es ist etwas, was man deskriptiv beschreibt, im Gegensatz zur Präskription. Das ist ein gängiger Unterschied. Bei Hume sein und sollen heißt eine Sprache der Präskription, die das Sollen betrifft, Deskription, die das Sein betrifft. Und dann bleibt für die Normalität nicht viel übrig. Das sind bestimmte Dinge, Verhältnisse, die man vorfindet. Ernst wird es erst, wenn man an die Normativität denkt. Das halte ich nun für absolut eine völlige Vereinfachung. Das ist ein schwacher Begriff von Normalität, der immer schon im Schatten einer Normativität besteht. Wir haben eine bestimmte Moral und Recht und dann gewisse normale Verhältnisse. Der starke Begriff der Normalität bedeutet eine bestimmte Art, wie die Erfahrung geordnet, organisiert wird. Das ist auch nahe bei der Phänomenologie. Es betrifft nicht bestimmte Dinge, die es einfach gibt, die man beschreibt. Auch nicht Normen, nach denen man sich richtet, die beschreiben, was man tun soll. Sondern die Normalität hat es mit der Strukturierung, Artikulation der Erfahrung zu tun. Es ist eine Art von Verkörperung von Rationalität oder Vernunft. Ich nehme einfache Beispiele für Normalität. Wenn ich sage, eine Tomate ist rot, dann setze ich voraus, ich meine eine reife Tomate, sonst könnte ich genauso sagen, sie ist grün. Und wenn ich ein Schirm Licht einschalte, es kann auch sein, wie bei den Impressionisten, dass plötzlich lila aussieht. Also wenn ich sage rot, meine ich, wie die Tomate aussieht unter normalen Beleuchtungen. Das setzen wir einfach voraus. Es gibt nicht das Rot an sich, sondern es setzt eine bestimmte Beleuchtung voraus. Eine andere Form von Normalität wäre etwa der Gruß, wie man sich grüßt. Das ist selbstverständlich. Man sagt bei uns das Tschüss, selbst im Fernsehen wird man mit Tschüss immer verabschiedet, was ich immer etwas indiskret finde, dass eine Television-Figur zu mir Tschüss sagt. Also, aber es ist inzwischen so, früher sagte man auf Wiedersehen oder man sagte Adieu und wir haben alles mögliche Servus in Bayern. Und sie haben Desidania und was es alles gibt. Das sind Normalitäten, aber das sind ja nicht bloße Fakten, sondern es ist die Art und Weise, wie wir voneinander Abschied nehmen. Und das kann man übrigens verschieden tun. Also man kann das sehr minimal tun, kann sehr intensiv sein, Grußformen. Etwa Japaner geben sich traditionell nie die Hand, umarmen schon gar nicht. Also damit umarmen sich alle Politiker immer wieder als etwas übertrieben. Es sollte das mehr Distanz halten, das ist doch etwas übertrieben. Und Japaner, die verbeugen sich. Und Verbeugung ist ein sehr intensiver Akt, hat ein bisschen Zeit, kann man nicht so schnell wie Tschüss. Also das sind Normalitäten, aber die nicht einfach Fakten sind, sondern es sind die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und sie sind also deshalb auch auch ethisch interessant für die Lebensweise. Oder Normalität ist etwa der normale Arbeitstag zu Marx-Zeiten, war auf FIFA 60 Stunden in der Woche.
Und dann gab es irgendwann mal eine 40-Stunden-Woche. Das war eine Normalität der Arbeitszeit, die eingeführt wird, die auch nicht selbstverständlich ist und so weiter. Es gibt überall die Gehweise, etwa wie man geht. Es sind bestimmte Normalitäten oder auch der Kalender, dass man sagt, ich bin in dem Jahr geboren, ist ja nicht keine Beschreibung von natürlichen Fakten, sondern ist ausgehend von einer bestimmten Zeitordnung, die kulturell entstanden ist. Das wäre die Normalität der Zeit oder der Ablass seiner Karte, die man benutzt. Das ist also Verkörperung von Sinn und Vernunft. Das wäre das Erste. Das Zweite, Normalität setzt immer Anomalien voraus. Das heißt Abweichungen, die aber nicht falsch oder schlecht sind, sondern die anders sind. Die Unterscheidung, die man übrigens auch bei Husserl findet, nur die meisten Phänomenologen gucken da nicht so genau hin. Husserl unterscheidet zwischen Orthoästhesie und Heteroästhesie. Orthologie und Heterologie. Und damit meint, es gibt sozusagen das normale Sehen, wie Orthographie, wie man normalerweise schreibt. Und alles, nicht alles andere ist falsch, sondern es ist ein Heteron. Also Heterographie oder Bourdieu unterscheidet zwischen Orthopraktik und Heteropraktik. Das ist eine bestimmte Norm, die Abweichung zulässt, die aber nicht ein reines Defizit, negatives Handeln, ich weiß nicht, schlecht, sondern die andere Möglichkeiten einschließt. Man könnte, darum ändern sich ja auch. Das Erste, also es gibt Normalität und Anomalien, die nicht an sich schlecht sind. Der dritte Aspekt, es gibt einen Widerstreit in der Normalität, das ist Carl Guillem. Der spricht von der Normalität als einem polemischen Begriff. Normalität heißt, man lebt in dieser Weise oder grüßt in dieser Weise, nicht in der anderen. Es ist ein Widerstreit, nicht ein Widerspruch, wie bei zwischen einer Aussage und einer anderen, wo nur die eine wahr sein kann und die andere nicht. Widerstreit, es können mehrere Normen können durchaus gängig gebraucht werden. Sie sind nicht einfach wie Ja oder Nein unterschieden. Und das Letzte ist, Normalität geht zurück auf einen Prozess der Normalisierung. Normalität ist nie natürlich vorhanden, bis hin zu, wie gesagt, die Farben, die ich erwähnte, wie man geht, wie man spricht, all das sind, wie man sich orientiert, sind bestimmte normale Verhältnisse, die aber entstanden sind, die sich auch ändern können. So viel zur Normalität. Ich nenne einige Autoren, bei denen es eine große Rolle spielt. Husserl hat sehr viel über Normalität geschrieben. Das findet sich in den Bänden über Intersubjektivität. Ich habe neulich einen Vortrag in Freiburg gehalten, nur die Normalität bei Husserl. Dann Alfred Schütz, der sehr viel an der Sozialphänologie über Normalität spricht, wie man sich normalerweise verhält, eben Gruß und Sprechweise. Merleau-Ponty, von der Leiblichkeit her, und dann den Autor, den ich schon erwähnte, Carl Guillem, ist ein bekanntester Historiker, philosophischer Historiker der Medizin in Frankreich, auch der Foucault was betreut hat, der ganz stark in der Medizingeschichte mit dem Begriff der Normalität antwortet. Schließlich noch den letzten Namen, den ich nennen möchte, ist Kurt Goldstein, der Neurologe, der bis 1933 in Frankfurt gelehrt hat, der von der Medizin hier mit Normalität arbeitet. Es war eine Frage schon, wie man pathologische Erkrankungen einschätzt. Das ist also da wird die Sache ernst. Es war vielfach so, also pathologische Sachen sind ein Defizit. Das ist jemand, der nicht genau normal denken kann und einfach was Negativfaktor sind. Und die phänomenologisch inspirierte Psychiatrie ist davon ausgegangen, dass pathologische Fälle nicht bloß negative Defizite sind, was nicht kann, sondern ist eine andere Lebensweise, ein Heteron, ein anderes. Und da war auch Kurt Goldstein also sehr wichtig dafür, dass man nicht zwischen richtig oder falsch unterscheidet, sondern bestimmte Normalitäten und dass man auch Heilungsprozesse daran besteht, dass man eine eigene Normalität für den Kranken findet, sodass er wieder für sich lebt. Also viel zur Normalität und Normativität. Dann ein zweiter Punkt, Normalität und Ordnung. Für mich hat die Normalität eigentlich begonnen als ein zentrales Thema mit einer Ordnungsproblematik. Also 1987 habe ich dieses Buch Ordnung im Zwielicht geschrieben. Ordnung im Zwielicht, also nicht die reine eine Sonne der Vernunft und die Dunkelheit, die langsam aufgehellt wird nur, sondern Ordnung ist im Zwielicht. Sie ist nie, jede Ordnung ist begrenzt.
sie trifft aus, eine Selektion schließt auch Dinge aus. Es gibt nicht die wahre Ordnung, sondern es gibt Ordnungen. Eine Formulierung, die Foucault ausdrücklich gebraucht, französisch sehr einfach, il y a de l'ordre, es gibt Ordnung. Es gibt nicht die eine Ordnung mit lauter Unordnung, es gibt Ordnung und die Ordnung könnte auch anders sein. Was man Kontingenz nennt, Kontingenz heißt nicht, etwas ist beliebig, sondern es heißt nur, es ist nicht zwingend, dass sie so ist, wie sie ist, sie könnte auch anders sein. Das ist die Kontingenz wie eine Sprache. Sprache ist nicht beliebig, sie muss eine gewisse Struktur haben, aber sie könnte auch anders sein. Also es gibt Ordnung im Plural und dann öffnet sich der Weg für Normalitäten. Zur Ordnung im Plural nur einige kurze Bemerkungen. Die Leitdifferenz für eine solche Ordnungskonzeption ist, da knüpfe ich an das an, was wir gestern schon besprochen haben, das Ordentliche und das Außerordentliche, nicht gut und schlecht oder richtig und unrichtig, sondern ordentlich und außerordentlich, etwas, was nicht in dieser bestimmten Ordnung Platz findet. Die Ordnung selber, das habe ich schon erwähnt, ist dann ein Ereignis. Es gibt eine Ordnung, Ordnungsstiftung, wie Husserl das nennt. Es ist nicht ein für alle Mal da, sondern die Ordnung entsteht. Es gibt Ordnung. Berühmte Essay von Husserl über Ursprung der Geometrie. Die Geometrie war nicht irgendwo in der Natur vorhanden. Die Ägypter haben zwar auch den Nil vermessen, den Boden, aber eine Geometrie im Sinne von einem idealen Linie und Punkt ist in Griechenland entstanden unter bestimmten Bedingungen. Es ist eine Stiftung, also Ereignis, eine Ordnungsstiftung. Es gibt Ordnung seitdem. Das nächste ist, es gibt zwischen Ordnung ein Widerstreit. Es gibt nicht die wahre Ordnung, also gibt es eine, die Ordnung könnte auch eine andere sein. Deshalb gibt es also auch einen Konflikt zwischen Ordnungen, ein Konflikt, der nicht reduzierbar ist auf falsch oder nicht. Da wir hier im Osten sind, die Orthodoxie, ich zucke immer zusammen bei der Orthodoxie, also mit Husserl, es gibt eine Heterodoxie. Jede Orthodoxie hat Heterodoxie. Wenn man also der Fundamentalismus beginnt, wenn man sagt, ich habe die richtige Meinung, Orthodoxie ist ein griechisches Wort, das alles andere sind fehlerhafte Doxa-Meinungen. Orthodoxie ist eine bestimmte Form der Präferenz, einer bestimmten Denkweise oder auch Glaubensweise, aber es gibt andere Möglichkeiten. Also Ordnung ist immer im Plural, es gibt nicht die eine Ordnung. Gegen jeden Fundamentalismus, ob aus dem Osten oder aus dem Westen kommt. Bei uns ist es weniger ein Problem als vom Osten her. Und das Letzte zur Ordnung, es gibt immer ein Außerordentlich, das heißt einen leeren Platz. Dort die Stiftung der Ordnung ist nicht selbst Teil der Ordnung. Das Dritte nun, das geht ja schon in das, über was wir diskutieren wollen, Normalismus und Extremismus. Das ist die kritische Perspektive. Es besteht bei der Kontingenz der Ordnung immer die Versuchung, den leeren Platz, also die Entstehung der Ordnung, die nicht in der Ordnung stattfindet, diesen leeren Platz auszufüllen durch Surrogate, sodass die Kontingenz verschwindet. Und da gibt es zwei Formen. Also eine ist der Normalismus, man geht vom Normalfall aus, oder der Extremismus, man geht immer von einem Extremfall aus. Das ist zunächst eine Polarität, eine doppelte Orientierung, wenn ich in die Philosophiegeschichte hineinschaue. Es gibt Philosophen immer, die mehr die Normalität bevorzugen oder mehr das Extreme. Es fängt an mit Platon und Aristoteles. Wie fängt Platon seine Politeia, seinen Staat an? Mit der Situation, Sokrates, ein Gerechter wie Sokrates wird umgebracht. Wie kann ich einen Staat gründen, der ausschließt, dass Gerechte einfach umgebracht werden? Also es fängt mit dem Extrem an. Bei Aristoteles in der Nikomachischen Ethik wird niemand umgebracht. Es kommt nicht mal ein Mord vor. Das ist also schon die Normalität, wie man sich im Allgemeinen verhält, Tugenden, Gewohnheiten. Also das ist eine Polarität, es ist nicht ein absoluter Gegensatz, aber eine Polarität. Platon mehr von dem Extremfall aus, auch der Eros, er geht vom Eros aus, wo der Mensch außer sich gerät, der Wahnsinn, die Manier, das ist alles Platon, also bei Aristoteles bleibt er übrig, es ist ein Verhältnis zwischen zwei Menschen, also es ist nichts von Eros, von Leidenschaft.
Das ist eine Polarität, aber ich gehe mal in die Moderne. Hobbes und John Locke, wovon geht Hobbes aus? Homo homini lupus. Der Mensch ist für den anderen ein Wolf. Ich lebe immer in einer Situation, wo ich mich latent bedroht fühle von anderen. Der Krieg aller gegen alle und der Vertrag beendet den Krieg. Das ist der Ausgangspunkt. Und John Locke, er geht von der Normalität auf. Es gibt eine schweigende Übereinstimmung zwischen uns Bürgern allen. Nur wenn es ernst wird, der große liberale Locke, wenn da plötzlich, ich habe das glaube ich gestern schon erwähnt, wenn jemand also als Feind auftritt, mich angreift, dann geht er zurück auf den Naturzustand. Ich kann den Feind destroy like a beast, ich kann ihn vernichten wie ein wildes Tier. Da kommt auch bei John Locke das Feindliche vor, aber als ein Sonderfall. In der Gegenwart, Leute, die mehr die Normalität bevorzugen, ist Gadamer mit seiner Hermeneutik. Also in Wahrheit Methode wird auch niemand umgebracht, niemand getötet, es passiert sowas nicht, sondern man interpretiert, versteht, missversteht, es gibt die Politik, ist sehr am Rande. Bei Habermas ist es nicht ganz so, aber auch die Normen, es geht in Ihre Frage der Normen, also ich muss Argumente geben und finden in einem Diskurs, das ist dann der Normalfall, von dem auch Habermas ausgeht. Was geschieht in anderen Fällen? Ja, für Kriminelle haben die Polizei und für pathologische Fälle haben wir die Ärzte. Und ernst wird es, Leute jetzt wie Foucault oder Levinas, das Pathologische und Extreme ist, dringt in den Dialog ein. Der Dialog ist nie völlig normal, sondern es gibt Abweichungen im Dialog bis hin zu nicht nur Missverständnissen, sondern auch Gewalt in den Dialog eindringt. Also Gegenwartsautoren, für die auch das Extrem eine große Rolle spielt, ist Max Weber etwa, Foucault, auch Levinas. Ein Satz, du willst mich nicht töten, so hoch hinzuschreiben aus der alten Bibel, geht vom Extremfall aus, nicht von einem allgemeinen Wohlwollen, irgendwann passiert es. Und hier schließlich kommt er hier aus Kaunas, seine ganze Familie hier verloren. Das war natürlich nochmal, wenn es nötig wäre, ein bestimmter Druck vom Äußersten auszugehen. Man kann nicht sagen, manchmal passiert auch ein Mord, sondern es war ein Ereignis, die Shoa, die eine Rolle spielt. Das wäre wieder ein Beispiel, wo der Extremfall im Mittelpunkt steht. Nun drei Worte, Normalismus und Extremismus. Beim Normalismus, damit leite ich über auch Ihre Diskussion, da kommt bei Ihnen einiges dazu. Drei Spielarten des Normalismus, wo alle das, die Normalität, der Normalfall im Mittelpunkt steht. Das erste ist der Traditionalismus, wo man ausgeht von hergebrachtem, was man immer so gemacht hat, was von den Vätern überliefert wurde, dass das als das Normale gilt. Das zweite wäre ein Funktionalismus, wo die Leitdifferenz nicht das gute oder schlechte Leben ist, sondern etwas ist funktional oder dysfunktional. Eine Ordnung, was muss eine Ordnung sein? Sie muss funktionieren. Sie ist gut, wenn sie funktioniert. Wo also die Abweichung nur als dysfunktional negativ eingeführt wird. Das kann mehr technologisch sein oder mehr ökonomisch. Für Politik bedeutet das zum Beispiel eine Technokratie, wo alle politischen Fragen, wo die Frage des, wie wollen wir leben, auf dem Spiel steht, das ist für Aristoteles Politik, die, wo wir gemeinsam die Frage stellen, wie wollen wir leben, ein Technokrat, es ist, welche Mechanismen fallen, dass das System nicht zusammenbricht. Das ist auch eine wichtige Frage, aber eine sehr beschränkte. Und man kann sagen, man sprach eine gewisse Zeit lang vom real existierenden Sozialismus, und man kann sagen, im Westen haben wir einen real existierenden Funktionalismus. Wir haben die stärkeren Maschinen, die haben am Ende gesiegt. Also die Wirtschaft in Russland ist zusammengebrochen und wir hatten die besseren Maschinen. Das ist sehr zynisch beschrieben, Funktionalismus. Es läuft besser. Es läuft ganz einfach besser. Und man kann sagen, der Westen hat gesiegt, weil die besseren ökonomischen und politischen Maschinen hatten. Das nenne ich Funktionalismus, eine Reduktion auf das, wie etwas geht. Und die dritte Variante wäre der Normativismus, wo es auf die Normativität ankommt. Die Leitdifferenz ist hier richtig oder unrichtig. Das wäre etwa auch die Position von Habermas. Richtig oder unrichtig,
das lässt sich durch Argumente herausfinden, was das Richtige ist und das Unrichtige. Die Schwierigkeit ist, wenn man dabei stehen bleibt, es sind mehrere Schwächen. Eine ist die Frage der Motivationskraft. Also ich würde einen Diskursethiker fragen, warum soll ich mich an Normen halten? Das kommt schon in Ihre zynische Sache. Platon gibt es in Kallikles, der sagt nicht, ich habe bessere Argumente, sondern sagt, ich halte mich bloß an die Norm, wenn ich zu schwach bin. Wenn ich stark bin, dann kann ich machen mit den Gesetzen, was ich will. Woher kommt die Motivationskraft, mich an die Gesetze zu halten? Da sagen Diskurspsychologen, du widersprichst dich sonst. Ja, warum soll ich mir nicht widersprechen? Also da komme ich dann auf Ihre Fragen. Also wenn man nur von einer bestimmten, von der Universalisierung von Normen ausgeht, ist die Frage völlig unbeantwortet, warum ich diesen Normen folgen soll. Wohlgemerkt macht Kant den Unterschied zwischen Moralität und Legalität. Moralität heißt nicht, dass die Gesetze universal sind, sondern man handelt um des Gesetzes willen. Das ist die ganz entscheidende Norm, die Motivation bei Kant. Also ich kann mich völlig an die Gesetze halten, ich komme vor jedem Gericht gut durch, das heißt aber noch nicht, dass ich moralisch bin, auch im kantischen Sinne. Also die Motivationskraft der Moral kann man nicht, darauf hat man keine Antwort, indem man die Probe macht, solche Gesetze moralisch, die man verallgemeinern kann, die für alle gelten. Was dann auch bei dieser Art von Normativität völlig unterbestimmt ist, ist die ganze Frage der politischen Imagination, der Einbildungskraft. Handlung hat es auch zu tun mit Erfindungen, mit Einfällen, auch mit einer kollektiven Imaginären und nicht nur mit Fragen des Richtigen oder Unrichtigen. Also so viel nur ganz kurz zum Normativismus, das sind bestimmte Lücken. Ich spreche nicht gegen Normen, so nur die Normen alleine reichen nicht aus, um die Ordnung des Lebens zu fassen. Kurz nur ein Wort zum Extremismus. Das wäre der Gegenschlag, wo man vom äußersten Fall ausgeht, immer von der letzten Entscheidung. Ein großes Beispiel war Karl Schmitt in der Weimarer Zeit, der große Jurist, der dann mit Hitler auch kooperiert hat, der immer vom Ausnahmezustand ausging, wo es nur auf die Entscheidung als solche ankommt. Und dann ist schon die Frage, wie entscheidet man sich? Man kann nicht so oder so entscheiden. Es ist dann alles, sind dann alle Türen offen. Extremismus, dazu gehört auch der Terror. Terrorakte, die inzwischen außerordentlich technisch versiert sind, also das Bomben muss man basteln können und sie mit einem Flugzeug abwerfen, wie am 11. September. Das ist ein Terror, der mit allen technischen Mitteln arbeitet. Aber es ist kein Argumentazieren. Es ist nicht, dass Sie sagen, ich habe bessere Argumente, sondern ich habe gar kein Argument. Es ist ein Gegenschlag gegen die Normalität, ein Durchbrechen der Normalität bis hin zum Selbstopfer, wie wir es bei Selbstmordattentäten immer finden. Der Extremismus, der Terror, der produziert Antiterror. Ich nehme also unseren Westen auch nicht aus. Was wir in Amerika haben bis heute ist Guantanamo. Ich weiß nicht, wie weit Sie das hier verfolgt haben. Das ist ein schöner Trick. Das ist eine Insel, die offiziell zu Kuba gehört, die gepachtet ist von Amerika. Wenn ein Bürger verurteilt wird, aber gefangen genommen wird auf amerikanischem Boden, ist es wie in jedem Rechtsstaat in einer gewissen Zeit, muss er einen Prozess haben. Aber die sind nicht auf amerikanischem Boden, die sind da exterritorial, wie so eine Art Limbus zwischen Himmel und Hölle. Und die sitzen bis heute dort, viele noch ohne Prozess, was also gegen jeden Rechtsstaat ist. Und die Begründung ist genau der Antiterror, wir müssen den Terror bekämpfen. Also ist im Grunde, der Terror hat den Rechtsstaat völlig infiziert und Obama kämpft seit langem dazu, er bekommt keine Mehrheit im Parlament, um diese Lage aufzulösen. Also das wäre der Extremismus, wo auch ein Extrem das andere hochtreibt. Damit komme ich aber dann fast ans Ende schon. Der letzte, also Politik an den Grenzen der Normalität, das ist der Titel dieses Beitrags. Wenn ich von Grenzen spreche, ich sage nicht in den Grenzen der Normalität, sondern an den Grenzen der Normalität,
Entscheidend ist hier, wie man Grenze versteht. Eine Grenze nicht als Abgrenzung, das eine wird vom anderen abgegrenzt, sondern Grenzziehung als Ein- und Ausgrenzung, als Innen und Außen. Und das ist genau das Ordentliche und das Außerordentliche, was es innerhalb der Ordnung ist und was geht über die Ordnung hinaus. Und Politik an den Grenzen bedeutet eine Politik, die immer auch die Grenzen der bestehenden Ordnung überschreitet, sich an der Grenze bewegt und nicht einfach innerhalb oder außerhalb der Ordnung stattfindet. Das bedeutet, um es griechisch zu sagen, zum Politischen gehört immer ein Moment des Apolitischen, das ist ein griechisches Wort, Apolis, kommt bei Sophokles vor, das heißt hier eigentlich stateless, staatenlos, einer, der keine Polis hat, der ohne Polis ist, dort gebraucht, also von Exilanten, die betrieben sind aus dem Staat. Aber ich nehme Apolis hier in dem Sinne, das ist ein griechisch, ein Alpha-Privativum, ist nicht eine Negation, sondern beschreibt, dass etwas, dass man nicht völlig in dem Staat mit Haut und Haaren Teil eines Staates ist, sondern gleichzeitig auch außerhalb. Nochmal, die berühmte Figur ist Sokrates, ist als politische Figur, wird von Platon der Atropos genannt. Sie kommen immer auf dieses griechisch A, ist das unser das griechisch Alpha, das ist genau das gleiche. Atropos ist etwas, jemand, der keinen Ort hat und das heißt griechisch seltsam ist, aber auch der nicht völlig an seinem Ort ist. Und Sokrates ist, denke ich, auch ein gewisses Vorbild für eine politische Existenz. Er ist Bürger des athenischen Staates, ist sogar Soldat geworden, zwar ein Schlechter, weil er immer bedacht hat und hat nicht aufgepasst, aber immerhin, er hat seine Pflicht getan, er war Bürger, er war Teil der Polis, gehört dazu, aber Apolis gehört ihm die ganz dazu und der Vorwurf lautete, du glaubst nicht an die Götter, an die der Staat glaubt, also du bist nicht völlig integriert und du verführst die Jugend, dass sie plötzlich auf Gedanken kommen, die nicht die normalen Gedanken sind. Also Sokrates lese ich hier jetzt nicht bloß als Philosophen, sondern auch als politische Figur auf der Grenze. Ja, damit höre ich auf. Ja. Gut. Danke sehr für diese Einführung. Ich wollte ganz kurz Schlussfolgerung machen. Es ist wichtig, dass Professor Weißenfels nicht nur so begrifflich über Normalität, Normativität, Normalismen gesprochen hat, sondern auch bestimmte Beispiele von Normalismus im heutigen Europa gesprochen hat. Als Beispiele wurden zum Beispiel Technokratie als Beispiel von Funktionalismus genannt oder Universalisierung von Normen in Diskursethik als Beispiel von Normalismus als Normativismus, als Form von Normativismus. Und unsere Idee mit Mythos war, dass wir auch in unserem gesellschaftlichen, alltäglichen, politischen, kulturellen Leben solche Beispiele und Problemstellungen ausfinden, versuchen. Okay, dann zuerst muss ich entschuldigen, dass mein Deutsch ist nicht gut und dann ist es für mich schwierig, richtig sich äußern. Aber ich denke, wir können es verständigen. Zuerst möchte ich zurückkehren zum Unterschied zwischen Normal und Normalität und Normativität, weil wenn wir heute sprechen über das Politische, immer fällt auf die Augen die Frage nach der Normativität. Wir sprechen über die normative Sachen und die Normalität bleibt immer im Hintergrund. Aber ich denke, das ist wichtig, heute über Normalität zu sprechen, weil solche Sachen, worüber Husserl hat gesprochen, der Phänomenologie zur Intersubjektivität, dass Normalität ist etwas, als bleibt, als etwas sedimentiert, als alltägliche Praktiken, als gemeinsamer Sinn. Und das ist wichtig, weil hier spricht man auch über Konstitution der Realität, weil was normal ist, was real ist, konstituiert durch, wie Husserl sagt, durch die Erfahrung normalen Menschen.
Und hier können wir sprechen nicht nur über Normalität, aber auch über, und heute besonders in diesen Zeiten der Technologie, auch wir haben die Fragen auch über die Realität. Was ich im Kopf habe, das ist wichtig, wenn wir sprechen, worüber die Traditionen bleibt nicht so stark, und diese Traditionen muss man von Staat oder von verschiedenen anderen Sachen zu verstärken, und warum die Leute gehorcht für den Technokratismus, weil die Leute etwas versteht als die reale Macht und Kräfte. Dann werde ich bringe ein paar Beispiele. Später ich bringe ein paar Beispiele. Und weiter, ich, das ist nur ein Punkt. Weiter, ich möchte noch zurückkehren zu Unterschied normale und anormale, weil heute diese, was normal ist, ist ganz, kann man so sagen, ganz flüssig und ganz ändert ganz schnell. Das alltägliche Leben ändert sich sehr schnell, und das in Litauen kann man ganz gut bemerken, weil diese 20 Jahre nach der Unabhängigkeit, das war nicht einfach eine Veränderung in politischer Ebene, aber auch alltägliche Ebene, auch in Normalebene, ist das ganz viel verändert. Und die Gesellschaft war ganz geschlossen, und jetzt kommt verschiedene Sachen von verschiedenen Weltteilen, und Gesellschaft wird mehr tolerant, aber diese Toleranz für mich ist das, das ist immer eine Beziehung zu den Fremden, zu, kann man so sagen, Anomalen. Und jetzt kann man bemerken, dass viele Sachen, was früher fremd war oder war ganz, ganz fremd war, heute wird ganz, oder anormal, heute wird ganz normal. Normal in diesem Sinne, dass wir dann nehmen als etwas Normales, und jetzt, wenn es so viele verschiedene frühere Anomalitäten in unsere Weltanschauung einbringen, dann bleibt doch die Frage, wie weit wir können gehen. Zum Beispiel, wenn wir sprechen über die Ehe von Homosexuellen, früher das war völlig anormale Sache, und jetzt gibt es verschiedene Sachen, jetzt kann man verschiedene Diskussionen, jetzt kann man bemerken, dass diese möchten eine, möchten diese Ehen und normalisieren, ja, und etwas als normal vorstellen. Andere möchten seine, das bleiben, das, das muss als anormal bleiben, aber auch kommt die Leute einfach nehmen, dass ja, das ist ganz normal, aber nicht gehört nicht zu meiner Normalität. Und dann kommt alles geht ins Beziehung solches, dass alles die Unterschied zwischen normalen und anormalen verwandelt im das zwischen, wie kann man so sagen, zwischen zwei Normalen, aber do, das kommt als gleich gelten, und ich denke, mit, das geht mit einem Prozess, das alles wird gleichgeltend und auch gleichgültig für mich, weil diese Beziehung zwischen Normalen und Anormalen bleibt immer in Anstrengung, und jetzt, wenn verschiedene Sachen wird normalisierend oder kann man so sagen assimilierend, ja, dann kommt die, dieser Unterschied nicht so stark, und auch
Die Leute bleiben ganz gleich. Was möchte ich sagen? Vielleicht ein Beispiel. Zum Beispiel, wie nehmen wir verschiedene Nachrichten von Welt? Wir wissen, was im Ruanda oder andere Stellen. Verschiedenen Handlungen oder Sachen. Wir reagieren nicht, weil das nehmen, das ist einerseits normal, andererseits das ist für mich, kann man so sagen, egal. Ich weiß nicht, ob ich ganz gut mich äußere. Und wenn wir sprechen über, oder vielleicht bleibe ich vielleicht, das ist der Platz für dich. Danke für diese Bemerkung. Ja, ich wollte nur kurz fragen, kann man so sagen, dass diese zwei Phänomene, dass einerseits Realität ohne Konstitution verstanden wird, du hast am Anfang gesagt, dass Realität nicht aus der Perspektive der Konstitution verstanden wird. Mhm. Und andererseits diese Flüssigkeit von den Ordnungen, die miteinander nicht verbunden sind. Kann man sagen, dass das nicht zwei Phänomene sind, sondern dass das zwei Seiten von einem Phänomen sind. Und dass diese stabile Realität nicht dekonstruiert wird. Und dann haben wir am Ende Relativismus. Ja, vielleicht dazu letzte Bemerkung. Nochmal überhaupt, wie die Normalität hineinkommt, wo sie unentbehrlich ist. Ich habe gestern schon Nietzsche zitiert, den einfachen Satz, der Mensch ist ein nicht festgestelltes Tier. Nehmen wir Essen und Trinken. Also wir müssen uns ernähren, aber es gibt, in der Natur ist nicht vorgeschrieben, wie die Küche aussieht, was man isst oder nicht. Kommt nicht drauf an, warum soll ich, und das ist, also warum soll ich helfen, es gibt ja andere, es gibt ja Polizei, es gibt Sozialwerk oder so etwas. Dass man die angesprochen werden in der Situation völlig verschwinden lässt. Und das verändert sehr auch das menschliche Zusammenleben. Und das kann also in allen Bereichen sein, ich muss vorsichtig sein, ich sehe immer die Japaner, hier habe ich sie auch gesehen, in dieser schönen Anna-Kirche, war auch Gruppe von Japanern, die gingen da durch, ich glaube, die haben ein bisschen wie ein Bilderbuch das angeschaut. Und schon mal den Unterschied zwischen Gotik und Romanik zu wissen. Dann gibt es eine Spätgotik, eine Flamboyant-Gotik, eine Backsteingotik, die es in Nordeuropa gibt. Und da ist so viel eigenartig. Und das konnten die in der kurzen Zeit doch nicht durch Fotografieren aufnehmen. Und die Frage ist, ob es dann nicht etwas gleichgültig ist, dass wir gerade nach Vilnius fahren. In Lübeck gibt es auch Backsteinbauten oder im Münsterland. Also das Gewicht verliert, das ist meine, also das Gewicht verliert an Gewicht, wenn das eine einfach austauschbar gegen das andere. Und die Gefahr besteht in Mobilität als solch, ist es nicht, dass man eigentlich nirgends da ist. Wie man hat ihr 200 Freunde im Internet und eigentlich keinen ins Ernst kommt, wenn man wirklich mit jemandem sprechen will, was und wie soll ich das sprechen? Und das setzt voraus, dass Freundschaft auch eine Selektion voraussetzt, mit dem man, also was ist bei Aristoteles? Freundschaft ist mit jemandem, dem man das Leben teilt. Das kann man nicht unendlich viel, deshalb sagt man, man kann nur wenige Freunde haben, weil man muss Anteil nehmen. Also wenn man gar nicht Anteil nimmt, dann ist einfach die Existenz, die man existiert in der Welt, aber das ist keine Freundschaft. Und das kann man nur begrenzt, selektiv tun. Das betrifft auch kulturelle Einflüsse. Man kann nicht alles in gleicher Weise machen. Das ist, Selektion ist eine Bedingung auch des kreativen Umgangs mit Tradition oder mit neuen Situationen. Was wir lernen sollen in unserem Bereich. Danke. Ich denke, wir können allmählich zur gemeinsamen Diskussion übergehen. Stellen Sie sich bitte vor. Da ist schon jemand hier. Ich heiße Jav und lerne in diesem Zentrum für deutsche Studien. Und mir ist einfach eine Frage eingefallen, also was Sie unter diesem Begriff die Norm verstehen. Denn Sie haben über die Norm als ein Zusammenschnitt zwischen Normalität und Normativität gesprochen.
Und mir ist angefangen, dass Norm etwas, was zugleich richtig, aber auch tatsächlich ist. Also Norm ist immer für richtig gehalten, aber sie wird auch tatsächlich praktiziert. Verstehen Sie das gleich oder? Nein, also ein Norm, wenn ich die Norm im Sinne der Normalität nehme, die ist nicht richtig. Also, dass man bei uns schwarze Kleider trägt bei der Beerdigung, ist nicht richtig, sondern es ist eine bestimmte Wahl, die man trifft, die nicht beliebig ist. Es ist, Norm generell ist, also, was ist eine Norm? Normal ist, ich habe gesagt, ein Richtmaß, das, wonach man sich richtet, eine Regel. Bei der Norm kann es ein Gerät sein, wie der Baumeister ein Gerät nimmt, ein Lineal, wonach man sich richtet. Oder es ist eine allgemeine Regel, die ausgesprochen ist, also eine Vorschrift. Kurz gesagt, Norm ist das, wonach man sich regelt, wenn man etwas sagt oder tut. Also eine Regelung. Und die Regelung, da mache ich den Unterschied, es gibt Regelungen des Gut und Schlecht. Also Lügen ist nicht eine andere Weise des Sprechens, sondern Lügen ist eine gewisse Destruktion der Mitteilung, des Vertrauens, also da moralisch sagt man gut und schlecht und sagt nicht, Lügen ist halt nur eine andere Sprache. Während auf der Ebene der Normalität der Sprache, also Litauisch ist einfach eine andere Sprache als das Deutsche, und da haben sie nichts von richtig im Sinne des Positiven oder Negativen, sondern sie haben das richtige Orthodoxie in dem Sinne des Richtigen, wonach man sich richtet, und bestimmten Abweichungen. Aber es ist nicht ein Gut und Schlecht wie Licht und Schatten. Das macht den Unterschied. Und was wir haben, dieses Beispiel aus der Geschlecht Homosexualität, ist nicht eine heterosexuelle, andere Geschlechtlichkeit, sondern eine falsche. Da wird also eine Normativität in normale Verhältnisse übertragen. Also Norm ist, wonach man sich richtet, aber das ist auf eine gewisse Weise wie eben erfunden, und es könnte auch anders sein. Ich habe das einfache Definition von der Ordnung gegeben. Die Ordnung ist eine kontingente Ordnung, das heißt, es könnte auch anders sein. Es gibt einen wunderbaren Text bei Musil, auf den ersten Seiten, Mann ohne Eigenschaften. Er sagt, nennt das eine Ordnung, ein Gott erschafft die Welt, das ist was jüdisch, schafft die Welt und denkt, ich hätte es auch anders machen können. Und bei den Juden habe ich die schöne der Witz der Juden gefunden, Yahweh hat also auch die Welt geschaffen, hat es probiert, mach es nochmal, probier es nochmal. So nach 30 Mal hat er gesagt, jetzt in Gottes Namen, so ist er halt. Das ist mit Witz gemacht, also gegenüber einer Dogmatisierung, das ist die wahre Welt, die so wie sie ist, die könnte auch anders sein. Das ist die Kontingenz. Und das betrifft genau die Normalität, das ist eine bestimmte Ordnung, die eingeführt wird. Man braucht eine, sonst würde man chaotisch immer anders leben, aber sie können auch anders sein. Einfach ist zum Beispiel das DIN A4. Das ist eine Normalität, aber denken wir gar nicht nach. Ich weiß nicht, wer die DIN A4 eingeführt hat. Könnte auch ganz anders sein. Aber dieses eingeführt hat einen gewissen Vorteil, wenn Sie die Maschine benutzen. Es ist ähnlich, aber es ist nicht das wahre Format, sondern es ist eines unter anderem und wie die Grußformen. Das ist Normalität, wo eine bestimmte Art und Weise der Erfahrung erfunden wird. Also oft kollektiv, in langer Zeit, in lange Zeiträume hin, aber wo das Unterscheiden zwischen Recht und Richtig und Falsch nicht mehr zutrifft. Und Moral ist genau das, man sagt, es ist gut und das andere ist schlecht. Und Frage, wie begründet man die Moral? Das ist ein allgemeiner Gesichtspunkt, den man anlegt, verletzt, moralisch schlecht ist, dass man Ansprüche eines anderen verletzt, wie immer. Aber es ist eine andere Ebene. Die Normalität ist nicht moral und ist auch nicht mal rechtlich, auch nicht legal. Auch ist, Gott sei Dank gibt es kein Recht, was nicht trivial ist, wie sie grüßen müssen. Es gab beim Militär, erstens, wer grüßt zuerst? Gibt es wahrscheinlich überall, bei allen Militär, wer grüßt zuerst, wie man grüßt und so weiter. Da war selbst der Gruß war auch juristisch sogar festgelegt, das war gegen die Vorschriften verstoßen. Das habe ich Gott sei Dank nicht, wenn jemand Tschüss zu mir sagt, kann ich nicht zum Richter gehen und sagen, du hast mich auf falsche Weise gegrüßt. Also das ist eine Offenheit, aber es ist immer die Gefahr, dass bestimmte Normalitäten fixiert werden als Normen, die als ich gelten,
Und dann entstehen Zwangsverhältnisse, die außerordentlich problematisch sind. Zum Beispiel, wir haben es von Kindern gelernt, rechts und links. Das ist auch ein Beispiel. Es gibt Linkshänder. Es ist bis zu meiner Vatergeneration, die Kinder in den Schulen mussten lernen mit rechts schreiben. Inzwischen weiß man, dass neurologisch, also das links auch mit dem Gehirn zusammenhängt, man hat es abgewöhnt. Und wie sagte man in der Erziehung, gib die schöne Hand, nicht die schlechte Hand. Gib die schöne Hand. Das ist also Normalität, die rechte und die linke Hand wurde dann das moralisiert, also die schöne, die gute Hand und die schlechte. Die Gefahr besteht immer, dass man also bestimmte Kontingenzen nicht wahrhaben will. Es könnte auch anders sein, man möchte wissen, wie es wirklich ist. Und das ist also der Grund, Ausgangspunkt für die ganzen Überlegungen, die ich dann habe. Und Moralität ist ein Gesichtspunkt. Es gibt übrigens keine moralische Handlung. Es gibt nur Handlungen, die man moralisch beurteilt. Also auch das über Moralität ist eine Handlung moralisch. Wenn ich hier schreibe, ist es moralisch. Ist es amoralisch? Was ist es denn? Es hat moralische Aspekte. Ich könnte zum Beispiel ein Plagiat machen, abschreiben von dem Nebenmann. Dann ist es plötzlich etwas, ein Abschreiben, das unter juristische oder moralische Gesichtspunkte fällt. Aber das ist das Schreiben als solches ist kein moralischer Akt. Und das Grüßen auch nicht, und das Essen und Trinken auch nicht. Also Moralität ist ein Gesichtspunkt. Ich mag diese Formulierung, ich glaube von Williams stammt diese Moral Point of View. Moralität ist ein Gesichtspunkt, das ich also beurteile in Bezug auf alle Beteiligten. Aber es gibt keine moralische Handlung, sondern Handlungen werden erfunden. Und dazu gehört eben die Normalität, auch Situationen sind, wie man die berücksichtigt. Und wir neigen dazu, immer auf verletzte Prinzipien zu gehen. Und dann sieht es aus, als wären wir dauernd vor Gericht dann behandeln. Aber das ist das ganze Buch ist geschrieben, was ich genannt gegen forensische Moral. Das sei die Moral immer wie eine Gerichtsverhandlung. Als wenn wir handeln, seien wir immer wie vor Gericht. Und das ist also all das, worüber gesprochen hat, mit Fantasie zu tun. Und solcher Beispiel wie Genozid zum Beispiel, Vernichtung von Millionen Menschen. Können wir nicht sagen, dass das doch amoralisches Handeln ist? Nein, aber das ist, also Genozid gibt es noch also ist erstmal Tötung eines anderen Menschen, ist wie eine neutrale Handlung, da sind wir wieder bei, das ist Gewalt, die man jemandem antut, ist als solche etwas, das nicht einfach eine Handlung ist. Was tue ich? Ich esse und trinke, ich töte. Es betrifft die Verletzung der Existenz eines anderen. Am Genozid ist die Verschärfung, dass nicht Individuen bloß getötet werden, sondern bestimmte Mitglieder einer Gruppe, einer Religion oder eines Volkes ist eine Steigerung. Aber der Ausgangspunkt ist, dass es ein Tötungsdelikt ist. Und Tötung ist, obwohl es dort auch, es gibt, wie Hannah Arendt sagt, eine erschreckende Normalität. Die Konzentrationslager hatten auch eine Normalität. Da war abgerückt, wer ist der Kapo, wer organisiert, wer wird zur Arbeit eingerichtet. Es gibt einen Tagesplan, es gibt auch eine Normalität. Also alle Verhandlungen haben eine bestimmte Form der Ordnungsfindung. Sonst wäre ein Tag im KZ ein Chaos. Aber der Grundakt ist bei einem KZ ist es eine Gewalt gegen andere Menschen, die man ist der Ausgangspunkt. Und das ist nicht mehr etwas, was man einfach als einen bestimmten Umständen zurechnen kann. Also Gewalt ist Verletzung eines fremden Anspruchs. Und die Tötung ist nur eine extreme Form. Das kann auch eine Beleidigung sein. Und Beleidigung, da komme ich auch nicht mit Normalität, obwohl Beleidigung in einer Sprache geschieht und auch einen bestimmten traditionellen Hintergrund hat. Aber das ist entscheidend, dass man die Verletzung eines fremden Anspruchs ist nicht, dass ich irgendwas tue oder sage. Das ist also da kommt die Moralität aber als Beurteilung eines Sprechens oder Handelns hinein. Ist es möglich, also zu sprechen über die Tendenz von Relativierung von Begriff von Normalität in solchem Maße, dass manchmal vielleicht auch das so relativiert wird, dass also dann alles ist möglich zu beweisen, das ist normal, heute ist normal, morgen ist es. Gibt das? Oder umgekehrt. Wir sprechen zum Beispiel jetzt diese Fälle von Schießerei in den USA. In verschiedenen Fällen
diese Frage von Verbot von Waffenverkauf wurde gestellt. Aber es ist so tief verwurzelt in der Psyche von der Gesellschaft. Und das ist also auch etwas als Normales verstanden. Das ist auch in Gesetzgebung, in Konstitution, in Verfassung schon auch. Und dann dieser Begriff von Normalität konfrontiert sich mit anderen Begriffen. Und das ist alles relativiert. Und ist es überhaupt möglich, diesen Begriff beizubehalten? Oder das ist nur ein Begriff, der auch zu verschiedenen Spielereien dann auch unterhand. Ja, aber Sie brauchen den Begriff der Normalität. Der Waffengebrauch in den USA ist ja wirklich ein Problem. Aber es ist normal für viele amerikanische Bürger, genau ein Gewehr im Schrank zu haben. Ja, und wenn Sie keinen Begriff der Normalität haben, können Sie das nicht mal beschreiben. Das ist ja nicht mal verboten gerechtigt. Sie müssen also sagen, es ist normal, dass man es tut. Wenn Sie das kritisch betrachten wollen, dann ist nicht die Normalität ist das Schlimme, sondern wie man mit Waffen umgeht, dass ein Kind, ein fünfjähriges Kind, ein Revolver... Der letzte Fall, fünf Jahre. Ja. Und er besitzt diese Waffen schon. Dieser fünfjährige Kind hat schon Recht, das zu besitzen. Das war sein eigenes. Ja, also das ist, also ich wäre ganz massiv für Waffenverbot, weil es eine Gefährdung anderer Menschen ist. Es ist interessant, ist, in Amerika hat es die alte Tradition, ja doch von den Go West, die, also die Siedler, die alleine waren, gab keine Polizei ringsum, du musstest da selber auch für Recht sorgen. Das ist sozusagen ein, es geht natürlich mythisch sehr weit zurück, eine Geschichte weit zurück, was heute ja nicht mehr in der Fall da ist. Deshalb ist es, ich kann es nicht verstehen, ein Teil ist die Waffenindustrie interessiert, das sind ökonomische Interessen, aber das andere ist auch der Stolz eines amerikanischen Bürgers, er muss sich selbst verteidigen können. Also wir haben Monopol, die Polizei... Ja, Recht, Monopol, nicht zu verteidigen, das ist also ein legitimes Recht. Ja, das ist so bezeichnet. Ja, aber das hat genau diese Folgen, also dass der Staat ein Monopol der Gewalt am Staat liegt, hat ja eine gewisse Begründung, dass nicht jeder, wenn er beleidigt ist, zieht er einen Revolver, sondern geht vor Gericht. Und das Gericht ist ein Dritter, der urteilt. Es ist das anders immer nahe der Rache oder bei einer Affekthandlung, dass die Gewalt, bei uns ist es ja so, ich glaube in allen westlichen Ländern, man darf sich selber verteidigen im Notfall. Das ist auch nicht der Regelfall, sondern im Notfall. Also man darf sich selber verteidigen im Rahmen des Gebotenen. Aber man kann nicht einfach mit jemand ist bei mir, stiehlt mir mein Auto, ich komme mit dem Revolver und erschieße ihn. Das ist die Verteidigung. Es ist nicht, dass es der Staat ist, ist das Wichtige, sondern es kommt, wie Levin das nennt, ein Dritter, der ins Spiel, der zwischen zwei Parteien urteilt. Beim Racheakt ist, ich bin, der verletzt bin und ich strafe den anderen. Das ist eine sehr archaische Form, wo das Recht sozusagen verwickelt ist in eine Wiedervergeltung. Und das ist eine Errungenschaft eines Rechtsstaats, dass eine Drittinstanz eingesetzt wird in solchen Fällen. Und das ist noch sehr nah am archaischen Racherecht. Also wenn jemand mich verletzt, dann ziehe ich eine Waffe. Also das würde ich. Aber es ist eine Normalität in dem Sinne, wie Hannah Arendt sagt, es gibt eine Normalität im Konzentrationslager, es gibt auch eine Normalität im Waffengebrauch. Das betrifft, wie man im Allgemeinen mit Konflikten umgeht. Aber das heißt nicht, dass man nicht Normen auch mit Begründen ändert, dass man sie ändert, zum Beispiel Gesetze einführt, strengere Waffengesetze, weil damit eine solche Gefährdung der Mitbürger da ist. Aber für dieses Kind geht es nicht um die Rache, geht es nicht an kein. Da ist schon also von jungen Jahren angewöhnt, das gehört zu ihm. Er kommt nicht vor Gericht. Das ist also eine angeborene Vorstellung, dass er hat das Recht und das ist eine Norm. Und dann wird es auch zur Normalität verbreitet. Und dann, ich verstehe das, dort gibt es auch selbstverständlich Interessen, auch wirtschaftlich. Aber hier gibt es auch tief verwurzelte Vorstellung über das Recht der Person,
hat das Recht. Ja, ich meine, Normalität ist ein Gesichtspunkt. Man kann eine Handlung beurteilen vom moralisch, vom rechtlichen Gesichtspunkt, ja. von pragmatischen Gesichtspunkt. Ist das praktikabel, ist das durchführbar, ist das situationsgerecht? All das sind Kriterien. Und Normalität ist ein Gesichtspunkt, den man einführt, betrifft genau das, wie man es immer wieder tut. Das ist die einfache Definition, die Aristoteles schon gibt, us epitopoly, was man im Allgemeinen so tut. Wie spricht man? Man drückt sich so aus. Das ist die Normalität, die unerlässlich ist, sonst hätten wir eine Chaotik von Verhaltensweisen. Aber die kann natürlich verknüpft sein. Bei dem Kind ist es ja erstens, dass man einem Kind eine Waffe in die Hand gibt, das lernt, was eine Waffe ist, lernt man früher am Television. Und dann die Waffe hat eine Verführung auf das Kind. Und die Erwachsenen, die eine Waffe dorthin legen, dass ein Kind danach greifen kann oder vielleicht sogar verführt ist, dasselbe zu tun, was man auch im Fernsehen sieht. Das kommt alles hinzu. Und auch vielleicht auch schon von den Erwachsenen, die sehr lax mit Gewalt umgehen. Insofern ist das Kind nicht vor Gericht, aber die Gesellschaft gehört vor Gericht. Das Milieu gehört vor Gericht, wenn man hier verurteilen könnte, die Beteiligten. Die sind durchaus verantwortlich für das, was dieses fünfjährige Kind tut. Ich finde schrecklich, diese Geschichte. Aber wir können auch sagen, dass in Amerika nicht alle das als Normalität wahrnehmen. Es gibt Streiten und diese Welle gegen diese Verwaffnung ist immer stärker in Amerika. Ich sage nur, dass das ist nicht die einzige Normalität. Nein. Es gibt auch verschiedene Normalitäten. Ja. Also ich habe eine Normalität auch gesagt, der Widerstreit gehört dazu. Ja. Und Gott sei Dank ist in Amerika ein Widerstreit, wie man mit Waffen umgeht. Also auch ziemlich nah an die 50% würden es abschaffen, aber es sind nicht genug. Also Obama kann es ja nicht durchsetzen, weil es immer noch über 50% damit übereinkommen. Aber Normalität, das sollte ich sagen, Normalität heißt nicht, was alle tun, sondern es ist auch, kann bis zur Statistik gehen, wie viele das überhaupt tun. Auch das wäre eine Betrachtungsweise. Aber es ist ein Widerstreit. Normalitäten sind umstritten. Bis hin auf die Grußformen ist nicht selbstverständlich, wie man sich grüßt. Es ist auch Konflikte. Es ist zum Teil Frage der Generation, wo man auch ein Älterer drückt sich anders als ein Jüngerer, ohne dass man jetzt sagt, das ist das Bessere oder nicht. Aber es ist nehmen das Wort Widerstreit auf, das übrigens nicht Lyotard erfunden hat, sondern das kommt schon bei Husserl, bei Bolzano und bei anderen vor. Widerstreit zwischen Erfahrungen, wo nicht, also Widerspruch ist, ich sage A und ich sage nicht A und Aristoteles, nicht beide Urteile können wahr sein. Also das ist ein Widerspruch. Also entweder dieses oder jenes. Widerstreit ist nicht A und nicht A, sondern dieses und anderes. Es könnte auch anders sein. Wir könnten auch zum Beispiel die Perspektive bei Malern. Sie könnten eine andere Perspektive wählen, was sie auch zum Teil getan haben. Das ist nicht dann ein Widerspruch. Eine Perspektive der Gotik widerspricht nicht der Renaissance-Perspektive. Es ist eine andere Weise, Bilder aufzubauen. Und dies sind auch Konflikte, wobei ich durchaus engagiert dabei bin. Wenn ich also, man verteidigt auch eine Lebensweise, verteidigen heißt auch eine bestimmte Normalität verteidigen und die andere versuchen sie auszuschalten. Also ich meine nicht in dem Sinne eine Neutralität, das ist also für alle gilt. Und, aber die Kritik geht natürlich damit, nicht weil man etwas Anormales tut, sondern weil ein Kind das andere umbringt, dann die Verletzung eines anderen und die Tötung eines anderen, das ist eigentlich der Punkt. Und es kann durch bestimmte Verhaltensweisen gefördert werden und die sind deshalb höchst fragwürdig. Ja. Kleine Bemerkung, dann Tatjana, Felix und André. Ganz kurz, weil diese Frage wie ganz ähnlich wie Professor Kailo, weil dieser Diskurs über Normalität, für mich ist immer Frage, wie flexibel ist dieser Unterschied zwischen Normal und Anormalen, weil es scheint manchmal, das kann man für alle Fälle anwenden. Zum Beispiel können wir, ganz grob gesagt, über normale Genozid sprechen und anormale etwas. Wie kann man so das verwenden, weil es gibt ganz normale Praktiken, was Husserl nennt normale Weise.
Ja, das vielleicht nur dann normalerweise, dann können wir sprechen über Normalität oder. Die Normalität ist ein Gesichtspunkt für das, was ich tue und sage. Das hat zu tun mit Ansprüchen, mit Werten, mit Normen und all dem. Und die Normalität ist die Art und Weise, wie ich das realisiere, nicht mehr. Aber wenn das Ziel schlecht ist, dann ist auch die. Es gibt früher traditionell gesagt schlechte Gewohnheiten, Maschinerie, die auch erfunden, Goethe ist ja ein Name, der das Gerät erfunden hat, in der Französischen Revolution da benutzt wird, aber es ist ein Tötungsgerät und ein ziemlich schreckliches Tötungsgerät, aber eine Gewohnheit ist es trotzdem oder ein Techniker in einer Art und Weise. Aber die Kritik geht genau darin, dass man Guillotine, wenn Sie denken, was das alles bedeutet, man hat einen Schauplatz gehabt und dort wurden sie aufgehängt und die Leute guckten zu wie im Theater. Und Foucault schreibt darüber, über Strafen und Überwachen. Das Ganze drumherum, aber das heißt, schließt nicht aus, dass es eine bestimmte Art von Gewohnheit, öffentliche Gewohnheit gibt, wie geht man mit Verbrechern um. Also, aber das wäre anders zu kritisieren, das ist nicht Gewohnheit als solche, sondern was man in dieser Weise realisiert. Ja. Татьяна Щитцова. Ja, danke für Ihre Beiträge und Diskussion. Zuerst eine kleine Bemerkung. Professor Wallentest, wenn ich versuche, Ihre Begriffe an belarussische Situation anzuwenden, dann entdecke ich, dass unsere Regierung extremistisch ist, während die kulturelle Identität für tolerant gehalten wird. So normativistisch, dieses Beispiel. Sie meinen die Gesellschaft, die Politiker oder extremistisch die Politik? Die Regierung. Die Regierung, sagen Sie. Extremistisch ist, während die Kultur im Sinne kultureller Identität tolerant, für tolerant oder in ihrer Terminologie normativistisch, ja, Normalismus gehalten wird. Und, aber meine Frage betrifft die Differenzierung zwischen Normalität und Normativität. Müssen wir davon ausgehen, dass gesellschaftliches Leben ohne Normativität unmöglich ist? Wenn ja, dann entsteht sofort die Frage, die wichtigste Frage meiner Meinung nach, wer und wie Normales zum Normatives macht. Sie haben ein bisschen diese Frage berührt, wenn wir über Motivation ein paar Worte gesagt haben. Aber die Frage bleibt doch. Und natürlich, diese Frage berührt uns nicht als eine formelle oder abstrakte philosophische Frage, sondern wirklich als aus der Perspektive unserer Lebenswelten. Belarus für belarussische Teilnehmer, Litauen für überhaupt, ja. Wer und wie macht Normales, also dieser schwache Begriff sozusagen, flexible Begriff, macht zum Normatives. Einfach so zu wiederholen, wenn gesellschaftliches Leben ohne Sollen, ohne Normativität nicht möglich ist. Ich möchte ganz kurz direkt noch ergänzend die Frage weiter stricken. Wir haben ja auch sowohl gestern als auch heute haben wir so indirekt mal wieder über Medien gesprochen, die sozusagen dann vermitteln und die diese Situation auch verändern und zum Teil abbilden, aber auch grundsätzlich die Situation in Bezug auf Aufmerksamkeit, aber auch in Bezug auf Normalisierung verändern. Und jetzt auch, um auf das zurückzukommen, was Tatjana gesagt hat, also mir scheint das Besondere jetzt auch in Belarus zu sein, sozusagen diese Frage des Wie, also wer und wie in der Situation, in der es im engeren Sinne keine Öffentlichkeit gibt, in dem normativen Sinne, weiß nicht, wie das Habermas formuliert hat, haben wir in Belarus keine, im strengeren Sinne, nur sehr beschränkte öffentliche Räume, wo diese Art von Aushandlung stattfinden kann. Und eine Ähnlichkeit wiederum zu Litauen sehe ich eigentlich darin, was Olga angedeutet hat, also der Rückzug ins Private, die Familie als ein Ort, wo diese Dinge durchaus verhandelt werden oder besprochen werden, diskutiert werden und eigentlich sozusagen die 90er Jahre als als ganz starken Rückzug eigentlich in private Räume und eine Verringerung eigentlich der Verbindungen, in denen allgemeinverbindliche Dinge, also in die Richtung, die du eben gefragt hast, dann eigentlich besprochen werden können. Und
Und damit verbunden wäre eigentlich die Frage auch der Rolle von Öffentlichkeit in diesem Prozess, den Sie angesprochen haben. Aber wenn ich etwas hinzufügen darf auch, ist das überhaupt zu erwarten, dass Raum der Öffentlichkeit ist ein richtiger Platz für Entscheidung? Dann kommen wir zurück die Frage, wer? Wir können daran erinnern, dass wie Kierkegaard war, ganz sarkastisch, die Öffentlichkeit, sogar Mitte 19. Jahrhundert, und hat riesige Gefahren gesehen, wie auch Medien damals Öffentlichkeit, und hat viele Fragen gestellt in seiner Arbeit. Present Age, das auf Englisch gelesen, The Present Age. Öffentlichkeit, ist das überhaupt eine Lösung oder wie? Ja, also jetzt mischen wir ineinander. Ich habe es nicht gesagt, die Normalität ist ein Argument für oder gegen Genozid. Ich habe gesagt, ein Gesichtspunkt unter anderem, also wenn Sie mich nach Normen fragen, steht bei Kant, was ist eine moralische Norm? Handle so, dass die Maxime deines Handelns, also was du für dich nimmst, als allgemeines Gesetz taugt. Die Universalisierungsprobe, das ist von Habermas für mich ABC, das ist also, kommt dauernd. Dagegen sage ich auch nichts. Also ich finde, man muss natürlich sich hüten, dass man sozusagen total alles löst. Für Normen, über Normenlogik ist so viel geschrieben bei uns, dass ich nicht als Filmologe mich bemüßigt fühle, das auch noch zu tun. Und ich finde Normen, ohne das geht es auch, gerichtliche Normen, die ja auch mit dem, da kommt natürlich die allgemeine eine Rechtsordnung, die eingeführt wird, die eine größere Kontingenz hat als die moralischen Ordnung. Ich sage nur, wenn wir jetzt die Frage nehmen, wie wir leben wir zusammen, aus der Normativität als solcher folgt nie, wie wir zusammenleben. Es ist, die meisten Normen sind negativ. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden. Die schließen bestimmte Möglichkeiten an. Da frage ich, was sollen wir stattdessen tun? Du sollst nicht lügen. Ja, und was soll ich denn sagen? Das folgt nicht, dass ich mich, also die Wahrheit sage, folgt nicht, was ich sagen soll. Was die alten Theorien, da bin ich sehr den Sozialwissenschaften zur Öffentlichkeit gehört. Worüber wird gesprochen? Die Thematik, das ist Öffentlichkeit. Worüber wird gesprochen? Jetzt dieser Fall von dem Waffenhandel. Also was ist überhaupt ein öffentliches Thema? Und das kann man nicht herleiten, das ist unterhalb der Schwelle der Normativität, sondern wie verständigt man sich und verständigt man sich auch über die Formulierung von Normen. Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Deshalb die Grunddifferenz, was ich nenne, die Leitdifferenz, wie die Systemtheoretiker es nennen, von Moral und Recht ist richtig und unrichtig. Und noch einmal, bei Normalität ist normal, außernormal, anormal. Das ist nicht richtig und unrichtig. Also die Höllerin hat falsch Deutsch gesprochen. Er sagt, also die Fremdlinge gibt es nicht. Er hat mit der Sprache gearbeitet. Also es ist nicht falsch, es ist anormal. Es ist ein anormaler Gebrauch eines Wortes, während schlecht ist einfach immer positiv und negativ. Und das behalte ich mir vor für den Bereich des Normativen und des Legalen. Da sind gewisse Differenzen dort. Aber die haben eigentlich den Ausschlag, Ausschlusscharakter. Forensische Moral heißt, es wird jemand, macht sich schuldig oder wird angeklagt und kommt vor Gericht. Aber das Handeln besteht nicht darin, dass wir dauernd vor Gericht kommen, auch nicht das Moralgericht, sondern dass wir was tun. Also Aufmerksamkeit hast zu tun, also überhaupt hören, was der andere brauchen kann. Wie dieser lächerliche Mensch, der lächerliche Mensch hat oft nicht gegen ein Gesetz, universales Gesetz verstoßen. Stell dich vor, es gibt kein Gesetz. Immer wenn ein Mädchen auf die Straße schreit, musst du dem helfen. Wäre absurd so etwas. Aber es ist durchaus nicht etwas, das durchaus belangvoll ist, wer überhaupt dazugehört, wie man in der Öffentlichkeit verkehrt. Dass die Normen, moralischen Normen sind sine qua non Regeln, ohne die es nicht geht. Und Mord ist ein extra, ich kann nicht jemanden ansprechen und ihn zugleich erschießen. Das wäre ein praktischer Widerspruch in sich. Euthanasie, genau die Frage wird mehr und mehr akzeptiert. Der was? Als eine Norm. Was denn? Euthanasie.
Ja, das sind aber jetzt kommen wir in die Kasuistik. Das sind spezielle Fragen. Die Frage ist das ein Mord? Ist es eine Selbsttötung? Ja. Wir haben schon Unterschiede gemacht. Selbstmord haben wir früher gesagt. Sagt man heute auch nicht mehr, weil das also verglichen wird. Ich spreche an. Dann findet man einen Begriff. Da finde ich, ein Philosoph hat auch nicht Patentlösung. Es wird diskutiert. Die Frage ist das erste als Phänomenologe: Was tut jemand, wenn er sich selber tötet? Es ist dann nicht, er ist sowohl der Akteur und das Passiv. Es ist wie ein praktisches Selbstgespräch. Man spricht mit sich selbst. Unter welchen Umständen, in welcher Situation ist man, wie frei ist man, wenn man in diese Situation kommt? Es gibt depressive Augenblicke, was auch eine Selbsttötung ist, aber wenn man die Umstände wegnimmt, also niemand tötet sich aus heiterem Himmel. Da käme es auf die Umstände an, und oder es gibt also. Es gibt einen berühmten Emigranten, Landsberg, der war in Paris, als die Deutschen kamen, hatte immer eine Giftkapsel. Obwohl er übrigens sogar gläubig war, religiös gläubig, hatte immer eine Giftkapsel, hat die auch genommen, als die Deutschen kamen. Also das war ein, dieses Leben nicht mehr leben, also aus diesem Leben gehen. Alles deshalb kann ich, also am Block kann ich das schwer sagen. Und es ist ja auch vor Gericht, man kann ja jemanden nicht verurteilen, wenn er sich selbst umgebracht hat. Es ist keine normale Tat. Deshalb wird nur die Beihilfe zur Selbsttötung, die ist vor Gericht, wird verhandelt, übrigens auch mit verschiedenen Nuancen. Aber die Selbsttötung ist etwas, was geschieht, was man, also erkennt es auch die Umstände an, wie man es überhaupt interpretiert. Die Verurteilung, wenn jemand tot ist, kann man auch nicht verurteilen. Das ist also das wäre aber jetzt ein spezieller Fall. Aber ich wollte sagen, da kommen normative Fragen hinein. Aber die Normativität, ich habe nicht gesagt, es gibt eine Kirche ohne Normativität, wäre denkbar. Dann könnte man alles Mögliche tun. Es gibt, Normen haben auch eine Schutzfunktion und all das kommt hinzu. Nur wollte ich nicht darüber sprechen, weil darüber wird ja dauernd gesprochen. Also gehen Sie nach Frankfurt, wird nur über Normen gesprochen. Es ist die Frage, ist es wahr oder falsch. Ich sage es zum Teufel, ein Ersatz kann interessant sein, aber er kann, dass er wahr oder falsch ist, ist nicht genug. Also ich kämpfe da in diese Richtung, dass die praktische Fantasie besteht darin, überhaupt im richtigen Augenblick etwas zur Sprache bringen. Ein Ratschlag zum Beispiel ist nicht wahr oder falsch, sondern es passend oder nicht. Er setzt einen Situationssinn voraus. Und wenn man praktische Theorien, Handlungstheorien, muss man all diese Faktoren hineinnehmen, immer nur den, ist das wahr oder falsch oder nicht, ist ein Gesichtspunkt, der aber sehr dünn ist, der manche Dinge ausschließt, aber nicht positiv fassen kann, was man sagt. Das ist also auch wahr oder falsch, ist das Gleiche. Wahr oder falsch, ein Satz kann völlig unpassend sein, aber richtig. Also wenn ich sage, Moskau hat so und so viele Einwohner, der Satz kann richtig sein, wenn ich die Zahl richtig treffe, aber jeder wird mich fragen, warum sagst du das hier? Es passt, es kann unpassend sein in Äußerung, es gibt viele Kriterien. Und ich finde also als Phänomenologe, ein Handlungsbeschreiben muss verschiedene Gesichtspunkte wohl unterscheiden und auch gewichten. Und wenn wir nur eindeutig, das immer auf die Frage ist, ist es wahr oder falsch oder schlecht oder gut, dann kommen wir nie an die produktive Handlung, es gibt eine produktive Einbildungskraft, nicht nur für den Künstler, sondern auch für die Handlung, die auch der Kant nicht entwickelt hat. Und das ist ja ganz, das hat mit Normalität zu tun, wie man etwas organisiert und so fort. Und der Aaron Bovisch, den ich erwähnt habe, das Buch über das Bewusstseinsfeld, kein Wunder, dass es so am Rand gedrückt ist, weil es nicht um Normen geht, nicht um wahr oder falsch, es geht um das, was ist relevant, was fällt mir überhaupt auf, über was sprechen wir. Es ist alles unterhalb dieser Schwelle. Ich bin Phänomenologe. Und die Erfahrung beginnt nicht mit Normen, sondern beginnt damit, dass ich etwas auf etwas antworte. Und darin tauchen dann auch Normen auf. Aber die Normen können nicht die Produktivität einer Handlung oder einer Rede erfassen. Das ist ein interessantes Phänomen, also Normalität. Wenn Sie, ich gehe immer auf die Griechen zurück, wo ist das zu finden? Die Sophisten haben gesagt, es kommt auf die Art, wie man spricht. Und Platon, Aristoteles sind drauf, also die Wahrheit, es kommt auf die Wahrheit zu sagen. Die hatten, der Wissen hatten auf schlechte Weise recht. Die hatten natürlich recht, dass es auch die Grammatik zum Beispiel, die sie erst einmal erfunden haben, ist die Art und Weise, wie man spricht. Selbst wenn ich lüge, lüge ich auf Deutsch oder Französisch, möglich im grammatisch völlig korrekten Sinne. Es gibt Erfindungen auf dieser Ebene, das ist der Sprechseite Lexis. Und dann, wenn man immer auf die Wahrheit schon geht,
dann kann man die, also betrifft man nie die Kontingenzen, dass man eigentlich was Kultur ausmacht. Kultur besteht nicht darin, nur Wahrheit zu sagen oder Falschheiten, sondern überhaupt Redeweisen zu entwickeln, Sprechweisen, Redeweisen und Handlungsweisen. Das ist nicht, mit einer gewissen Einseitigkeit betone ich das, aber das andere wäre also, der Genozid ist also, was Gott ein ganz eigenes, über Gewalt, ich habe auch einiges über Gewalt geschrieben, aber das ist eine andere Frage, Gewalt, Verletzung von anderen, das sind ganz massive, schwierige Fragen. Und das war noch die Frage über die Öffentlichkeit. Ja, mit der Öffentlichkeit, also Öffentlichkeit würde ich sagen, es ist der Bereich, wo etwas zur Sprache gebracht wird. Also die Zeitung etwa, das erste ist nicht, ob sie wahres oder falsches berichtet, sollte auch irgendwie stimmen. Aber das erste ist, worüber berichten die Zeitungen? Worüber berichtet das Fernsehen, wo übrigens mehr Politik drin steht, was bringt man oder was nicht? Das ist die Öffentlichkeit und wenn die gesteuert ist, dann kommt vieles gar nicht hinein. Also Öffentlichkeit muss eine gewisse Art von Selbstorganisation haben. Erstens, dass viele beteiligt sind. Also in Deutschland, wir haben mehrere Zeitungen, die Süddeutsche könnte sich überhaupt nicht leisten, manche Dinge nicht nur falsch zu berichten, sondern auch nicht zu berichten. Dann würde triumphieren die Frankfurter Allgemeine das schreiben. Und, also es gibt eine Korrektur durch die Pluralität, die Öffentlichkeit. Wenn schon eine Zeitung da ist, Monopol, wird es schon schwierig. Also, und das setzt voraus, dass man, das ist ein Kräftespiel auch, ist aber erstmal auf der Ebene nicht das wahr oder falsch und das richtig oder nicht, das legalen oder nicht legalen, sondern was überhaupt zur Sprache gebracht wird. Und eine Öffentlichkeit, und das ist für eine Gesellschaft außerordentlich wichtig. Also die Frage etwa des Holocaust ist ja nicht, fragen Sie es gut und schlecht, darüber streitet man sich ja nicht im Ernst, aber wie sollen wir noch junge Leute damit belasten? Warum sollen wir jungen 20-Jährigen noch etwas über Jugendverfolgung erzählen? Das hat mit Öffentlichkeit zu tun, in dem Sinne als Gedächtnis, also eine zeitlich sich entfaltende Öffentlichkeit. Was sollte Thema sein? Die ganzen Schulen haben ein Programm. Was lernt man in der Schule? Das sind übrigens auch, da ist nicht immer ein Wehr. Es gibt keinen Kulturminister, der das befiehlt, sondern es ist ein sehr komplizierter Prozess. Die Öffentlichkeit entfaltet sich im Sinne eines doch gewisses Kräftespiel und gibt Einzelne, die eingreifen mit mehr oder weniger Einfluss, aber ob wir Goethe lesen oder nicht, entscheidet nicht irgendjemand, sondern es ist und das sind Kräftespiele. Das Öffentlichkeit kann man nur so beschreiben als ein Sprachfeld oder ein soziales Feld. Da bin ich bei dem Arogowitsch. Bewusstseinsfeld, genauso könnte man sagen, ein thematisches Bereich, im politischen Bereich, was wird zum Thema gemacht und nicht. Die Grundkategorien für ihn sind etwas für thematisch, man spricht darüber, etwas ist thematisch Hintergrund, Hintergrundwissen, was man haben muss, wenn man über Amerika gar nichts weiß, kann man auch nicht über Waffenverbot sprechen, mit Hintergrundwissen. Und die dritte Kategorie nennt er die Ränder, was marginal ist, worüber nicht gesprochen wird. Und die Politik beginnt dann, wie wird das an den Rand gedrängt. Es wird etwas marginalisiert, ausgeschlossen, es wird immer was ausgeschlossen. Wie geht man mit den Rändern um? Also das ist Öffentlichkeit und das Politische, wie ein Feld organisiert wird und was wird von wem und durch welche Instanzen nicht zur Sprache gebracht. Und die Gesellschaft ist begrenzt, die Öffentlichkeit, aber wichtig erscheint mir, dass wenn es gesteuert ist, also durch die Regierung, da gibt es ja ganz Regelungen, also ein Journalist, der kann keinen Befehl von irgendeinem Minister entgegennehmen, dann wäre sein Bericht schon gesteuert auf ein bestimmtes Hin. Und das ist nicht selbstverständlich. Also ich kenne früh Jefferson, die ersten Amerikaner aus der frühen Zeit noch, die schrieben, was Demokratie ist nichts ohne Öffentlichkeit. Das ist gar nichts, man kann auch gar nicht partizipieren an der Regierung, wenn man nichts weiß. Wenn das im Kabinett, früher war es Kabinettspolitik, es wurde hinter vier Türen verhandelt. Das erste ist, es wird öffentlich behandelt. Das ist, finde ich, also eine Demokratie ist nicht möglich ohne diese Öffentlichkeiten, und die sind auch Erfindungen, die hat es in der Weise nicht immer gegeben. Und Öffentlichkeit ist nicht nur für die Gesellschaft an sich, sondern auch für die Institutionen, zum Beispiel für die Universität sehr wichtig. Ja. Auch das ist ein Problem. Was mir auffällt in den Öffentlichkeiten, das hat zu tun mit den Normalisierungen, dass Rektoren nicht mehr wissen, was in ihrem eigenen Hause geschieht. Weil es ist so formal, der Rahmen auch so groß, dass Öffentlichkeit wäre interne Öffentlichkeit, sondern weiß im Haus geschieht. Wie mir ist passiert, ich habe einen Gastprofessor in Amerika angenommen, ich habe es keinem Rektor auch nur mitgeteilt. Es war Semesterferien, ich konnte
war dazwischen, weil ich denke, man interessiert sich sowieso nicht dafür. Also das ist sehr schlecht, weil eine gute Institution auch in der internen Öffentlichkeit hat, wie Pressestände, wo man auch über das spricht, was auch untereinander zwischen Fächern weiß, was gemacht wird. Also das wäre eine institutionelle Öffentlichkeit, die außerordentlich wichtig ist. Und die ist auch nicht selbstverständlich. Mhm. Ja, das finde ich alles wichtige Momente. In der Kunst auch. Der Kunstmarkt ist ja auch, das letzte Mal ist, was wird aufgekauft, wer schreibt darüber. Und das sind alles bestimmte Mechanismen, die sich eingespielt haben und die immer Gefahr sind, gesteuert. Also es gibt auch Art von, jetzt nicht von Personen, sondern Trends. Also Trends, zum Beispiel Postmodernität ist für mich ein Trend. Wer das Wort erfunden hat, also Lyotard hat es bereut, dass er das Wort gebraucht hat, weil plötzlich alle von Postmodernität spricht. Ich kenne Interviews mit Foucault. Was sagt Foucault dazu? Postmodernität, was ist denn das? Derrida sagt, was ist denn das? Und Postmodernität, Foucault schaut da auch etwas ratlos hin, weil das, was sie machten, plötzlich in eine Mode hineingebracht wird, und es kam aus Amerika. In Amerika gibt es auch Postphänomenologie, also ein anständiger Mensch in Amerika macht Postphänomenologie, wie in Stony Brook. Ich finde das entsetzlich. Und warum machen sie das? Sie haben Institute Departments, sie müssen also wie auf dem Markt Studenten anwerben. Da muss ein Label sein. Wir haben das und das und das. Da gehört Cultural Studies, Gender Studies hin, und da gehört Postphänomenologie, Postmarxismus, es gibt alles mit Post schon inzwischen. Und das finde ich, man kann manches ganz einfach höflich auslassen, beiseite lassen und gar nicht mitnehmen. Also sowas würde ich nicht ernst nehmen. Das sind Modeerscheinungen, die man als Modeerscheinungen beschreiben kann, aber Postmodernität ist kein ernsthafter Begriff. Der kommt aus der Architektur, und da hat er einen präzisen Sinn gegen das, was moderne Architektur war, wie Le Corbusier und Loos und alle, das war moderne Architektur, und da ist das Wort ja entstanden. Und plötzlich ist alles postmodernes Denken, und mir ist es passiert, manchmal kommt man in die Zeit, um nicht zu wissen, in die Zeit, ich kam an einer Apotheke vorbei, in Las Postapotheke. Ich sag, was die auch schon. Das habe ich irgendwo auf Lauf, also im Einfall, ich war nicht der Erfindung, sondern ich habe wirklich im Augenblick gedacht, ach, das ist eine Postapotheke. Ich dann realisierte, dass es die Post war. Das ist so ein Trend, den es natürlich auch gibt, und da gibt es Gegentrends. Aber es ist auch nicht ungefährlich, dass eine bestimmte Mode herauskommt und vieles, was später, also Kierkegaard war keine Mode und Nietzsche auch nicht. Und das war, wir sind später erst Wir sollen allmählich unsere Diskussion schließen, aber es gibt noch Frage von André Wabrochen und kurze Frage von Matthias. Ich möchte nur dazu etwas beibringen über Öffentlichkeit. Ganz kurz. Ich weiß nicht, ob Professor hier einverstanden wird, aber ich denke, Phänomenologie, wenn sie spricht über Normalität, dass sie streitet nicht über was richtig oder unrichtig ist, aber was geht normalerweise. Ja, und darum können Phänomenologen nicht sagen, das ist richtig oder das ist nicht richtig, aber über die normalen Praktiken oder was wird als normale Verständnis oder was wird das normale Verhalten wird. Ja, und als ein Beispiel über Öffentlichkeit, ich möchte beibringen, dass, was kann ich bemerken heute, dass in Öffentlichkeit ist eine Art von Normalisierung des Zynismus. Weil das ist nur eine Weise von Normalisierung, weil jetzt wird das als etwas selbstverständlich, dass Politiker immer handelt als Zyniker, weil er immer findet sein Interesse. Für Presse auch, für Journalisten auch wird das selbstverständlich, dass
die Journalisten finden immer Interesse, und das ist egal, ob das ist totale Macht oder das ist einfache Politik. Immer kann man, jeder kann unter die Sprache, unter die verschiedenen Wörter ein Interesse finden. Und das heute wird ganz normal. Dann schauen wir, was in Öffentlichkeit sagt man, zum Beispiel, wie, was macht heute Parlament in Litauen. Immer kann man viele Zeilen von Entlarvungen. Das ist einer gesagt und andere, aber schau mal, die Interesse ist so. Und das heute wird als etwas normale Praktiken und das kann man so sagen, es wird ganz normal, dass politisch zynisch handelt und auch ganz normal, dass wir alle schauen, entlarvend auf die, was macht Politik. Und darum zum Beispiel die verschiedenen Sprachen über die Werte und was müssen wir, dieses, was Diana sagt, wer und wie macht, das kommt ganz unmerklich hier. Das wird einfach als normalerweise. Weil kann man nicht sagen, diese ist Zyniker oder ja, kann man ja so sagen auf die Politik. Aber das werden die Presse macht etwas oder zeigt etwas zynisch, das wird als nur unmerklich als eine Praktik, ganz normale Praktik. Und da können wir heute sagen, ja, das heute wird das also, normalerweise. Ich weiß nicht, ist das in Belarus vielleicht anders oder in Litauen? Also ein Politiker, der heute den Eindruck erweckt, zynisch zu sein, würde sich sehr schaden. Er würde unglaubwürdig sein. Das geht, das bei uns ist eher die politische Korrektheit. Wir haben einen Steinbrück aus Hamburg, der Oppositionsführer, der muss immer ganz vorsichtig sein, der hat das gesagt, das ist mal schnell dahin, um zu provozieren. Zynisch ist noch ein Stück weiter, dass man verletzt, aber provozieren. Und er muss inzwischen so vorsichtig sein, weil alle sich darauf stürzen, der hat das und das gesagt. Also ich kann keinen Witz mehr machen öffentlich. Das finde ich schrecklich. Das ist aber halt eine Öffentlichkeit, die nicht bestimmte, also die nur noch Langeweile honoriert. Also ich will nicht sagen, dass Merkel langweilig ist, aber sie neigt, wenn dann eher dazu, möglichst wenig zu sagen. Und der Staat ist der andere. Und da würde ich mir eine gewisse Polarität, Toleranz wünschen, dass jemand, der ein gewisses Temperament hat, dem man auch zuträgt, dass er etwas schnell raussagt. Man sagt etwas unter Freunden, etwas nicht, weil es die letzte Wahrheit ist, sondern weil man etwas ausprobiert beim Sprechen. Und Öffentlichkeit kann auch eingeschränkt werden, indem alle schauen, ist das korrekt, was er sagt. Die Political Correctness kommt auch aus den USA. Hat einen bestimmten Sinn ja auch gehabt. Inzwischen man kann fast nicht mehr von einer Frau zu sprechen, man weiß gar nicht, man macht immer was falsch. Immer was falsch. Und das ist eine Art von Sprechen, Denkverbot. Also Öffentlichkeit, das Sie ja auch gebracht haben, das Thema zur Öffentlichkeit, gehört eine gewisse Toleranz, auch gewisse Fehlertoleranz und sich korrigieren. Das tun wir doch alle. Wir sagen etwas und dann korrigieren wir, das war nicht ganz präzise oder nicht. Und bei der oft ist es so, es ist gesagt, dann kommt es im Fernsehen, zeigen alle Zeitungen, und jetzt muss er sich wie vor Gericht entschuldigen für einen Satz, den er vielleicht in 3 Minuten schon modifiziert hätte. Also das finde ich ein interessantes Moment, das hineinkommt. Das ist auch eine Über, die Öffentlichkeit ist wie ein öffentlicher Gerichtshof. Das ist auch entschuldigen, kann man sich eigentlich vor der Öffentlichkeit entschuldigen, finde ich also auch schwer. Vor der Öffentlichkeit. Das ist, also da sind eine ganze Menge Probleme. Während das Zynische, würde ich sagen, ist eher eine Sache der von Intellektuellen oder wenn man ein Politiker ist von Wählern abhängig, der wird sich hüten, zynisch zu sein. Ich habe mit dem Zynischen überhaupt etwas Problem, wenn man die Kyniker meint, die Alten, das waren ja solche, die das Anormale gepflegt haben, also Diogenes in der Tonne. In der Tonne, genügsam. Ihr habt große Paläste und Häuser, ich wohne in der Tonne. Also eine Art von impliziter Kritik gegenüber einem luxurierenden athenischen Leben. Oder der berühmte Satz, den König, geh mir aus der Sonne, ist ja immer berühmt. Also der Ruhm zählt nicht. Es ist eine Art von Reaktion auf eine Gesellschaft, wo der Reichtum eine Rolle spielt und der Ruhm sehr in Athen. Und gehen wir aus der Sonne raus, also ich habe keine Rangstufen. Das sind Korrektive. Im kirchengorschen Sinne lese ich Diogenes als ein Korrektiv.
gegenüber einer bestimmten Gesellschaft, die auf Geld und Ruhm zu viel, das ist viel setzt. Aber Korrektiv ist immer ein Reagieren, eine bestimmte Ordnung schon voraus, die der Korrigierende nicht produziert. Stell mal vor, alle wären die Organis, also von der klassischen Altertum, wäre nicht so viel übrig geblieben. Da finde ich, es ist etwas, was ich Hofnarr sagte, diese Funktion, und die kann auch provozierend sein, dass man etwas sehr zu Verletzendes sagt, um ein bestimmtes Schweigen zu durchbrechen. Und das andere wäre Ideologiekritik, das war eine alte Sache, die war früher immer dadurch belastet, dass die Ideologiekritiker gewöhnlich beanspruchen, das richtige Bewusstsein zu haben. Damit hat man es heute schwieriger, aber dass bestimmte Interessen unausgesprochen immer im Hintergrund sind. Der schöne Satz von Marx, eine Idee blamierte sich immer, wenn sie die Interessen aus verheimlicht. Da ist ein Problem auch heute noch. Aber wie kann man damit umgehen, ohne dass man das wahre Bewusstsein hat, aber eine gewisse Relativierung. Das gehört auch zur Öffentlichkeit, zum Beispiel bei Interessen, Politiker, von wo sie Geld nehmen, das ist auch schon bestimmte Interessen, die reinspielen können. Also auch die Öffentlichkeit geht oft auf diese Punkte. Es ist im Gespräch, aber es ist ein Dauerproblem. Das ist wohl richtig. Und in Russland so ist, glaube ich, anders. Bei Putin ist nicht in derselben Weise auf dem Tableau, weil er keine richtige freie Presse hat. Ja. Insofern ist es da anders. Also da würde ich sagen, oder in Belarus, das ist anders als in unseren westlichen Ländern. Machen wir die Diskussion weiter? Kurzer Kommentar. Oder vielleicht sammeln wir die Fragen. André, Tatjana, und dann antwortet vielleicht Herr Waldfels auf beide Fragen. Ja, wir können auch. Ja. Alle können auch. Ja, ich versuche auch, zwei Themen, die meines Erachtens einander widersprechen. Ich finde nicht, wie sie in Einklang kommen. Einerseits ist aus Ihrer Betrachtungen, aus Ihrer Dokumente, wird es klar, dass eigentlich die Norm, die mit Ordnung, mit einer Norm, mit einer Ordnung, wie die Frage von unserer Kollegin gestellt wurde, dass eigentlich die Norm ist etwas, worauf wir uns orientieren. Das ist ein Ziel, ein Beispiel, das uns sozusagen züchtet, würde ich sagen so grob, und uns macht, unsere Identität ausbaut. Ja? Und in dem Sinne, Ihr Beitrag, der Einsatz, ist der Sinn ist zuerst und vor allem eine massive Relativierung dieser Sinn des Norms. Ja? Andererseits, wir sagten, dass doch zum Beispiel Trends ist doch nicht die Norm, obwohl es auch als Norm aussieht. Und noch mehr, gründlicher sozusagen, Sie sagten, dass doch diese Relativierung der Normen ist doch besser als die eine Norm. Ja? Es ist doch besser. Also Sie bevorzugen. Und in dem Sinne, Sie sind nicht frei von der diese Unterscheide zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und nicht richtig, zwischen wahr und nicht wahr. Also Sie bevorzugen in dem Sinne, dass Sie haben doch Gründe, ja? Besser viel Normen als die eine, weil es mehr Möglichkeiten uns gibt, vielleicht das die Lebensformen sind verschieden, es sind mehrere Horizonten in unserem Leben und so weiter und so fort. Man kann auch viele Argumente hier auch erkennen. Und deswegen, für mich ist es nicht, bis dann nicht klar, also ich es heute verstanden habe, die wichtig ist hier Response, ja, das ist eine Antwort. Die Norm ist eine Antwort, der Trend ist nicht eine Antwort. Warum? Warum die Grenze ist nicht eine Antwort, die Norm ist eine Antwort, das ist die erste Frage. Und die zweite, wie kommen doch diese zwei Einstellungen oder zwei Thesen in Einklang? Einerseits eine massive Relativierung der Norm und die voraussetzt, dass wir ethisch, kognitiv und neutral sind, also sozusagen die Norm ist jenseits von Gut und Böse und wahr und nicht wahr, von richtig und nicht richtig.
Und andererseits, Sie sagten doch, dass es gibt sozusagen, ich mache so mit Absicht, in Anführungszeichen, es ist eine wirkliche Antwort auf den Anspruch oder ein Response. Und es gibt die Sachen, die natürlich von zum Angewohnheiten geworden sind, aber das sind doch nicht die Response und deswegen keine Norm. Ja? Wenn ich richtig, wenn ich klar meine Frage gestellt habe, ja. Ja, wie kommen wir durch diese zwei widersprechende Thesen im Einklang? Ja, also ich sehe, ein Widerspruch entsteht nur, wenn Sie die Sache vereinfachen. Ich sage nicht Norm schlechthin, ich mache einen Unterschied, es gibt technische, soziale Normen, Gewohnheiten, es gibt legale Normen im Sinne des Rechts und es gibt moralische Normen. Die unterscheide ich sehr wohl. Und ich habe nur über die Norm im Sinne der Normalität gesprochen, denn die anderen kommen immer hinein, die habe ich ausgeklammert. Da würde ich aber, es hat keinen Sinn, es gibt natürlich, mein Satz kann wahr oder falsch sein, da relativiere ich durchaus nicht. Ich relativiere nur in dem Sinne, dass ich sage, es gibt eine Frage noch mehr, warum sagst du das? Etwa ein Arzt soll einem Kranken sagen, seine Krankheit. Das ist nicht einzig die Frage, das war oder falsch, die ist immer, also die relativiere ich auch nicht. Ich sage nur die Realisierung, wann spreche ich wann, über was, auch die Öffentlichkeit, kann man nicht fassen, wenn man so direkt nur auf die Frage des Wahr oder Falsch geht. Und da gibt es andere Kriterien, also Normen haben mit Wichtigkeit zum Beispiel zu tun, was ist relevant oder nicht. Das ist nicht die Frage, der Aaron Gobi schreibt ganz viel über Relevanz, das ist nicht die Frage des Wahr oder Falsch. Insofern bei der Norm, es gibt eine ganze Skala von Normen, auch Typen, die ich nicht, ich habe über Norm im Sinne Normalität, was man gemeinhin zumeist tut oder sagt, das ist für mich Normalität. Wie Aristoteles, was man zumeist tut. Native Speaker ist, kann man sagen in der Sprache, das ist nicht ein Diktator, der das sagt. Man hört, wie geht man dort vor, man sagt sich den Satz vor, kann man das so sagen, kann man es nicht sagen oder fragt einen anderen, wenn man unsicher ist. Aber es ist, man rekurriert auf eine Sprachpraxis, die nicht nach wahr oder falsch normiert ist. Und in diesem Bereich habe ich nur gemeint, und da, aber ich will das andere, es ist die Frage der, aber jetzt zur Antwort, eine Norm ist eine Antwort, eine Norm ist die Art und Weise, wie wir antworten, es ist eine bestimmte Art, der eine, wenn wir antworten, also sprechen, gibt es vieles. Man antwortet auf einen Anspruch, man antwortet in eine Situation, man richtet sich nach Umständen. Und Normen sind immer im Spiel, auch wenn wir hier diskutieren, ist keine politische Veranstaltung oder rechtliche Veranstaltung, aber es ist ein Raum, der auch rechtliche Aspekte hat. Es gibt juridische Aspekte, Hintergründe, die für uns jetzt nicht besonders interessant sind, die könnten in Belarus aber zum Beispiel interessant sein. Ihr habt hier eine, ist es möglich, habt ihr das Recht, euch hier zu treffen? Also das ist immer, sind bestimmte Kriterien, die im Hintergrund sind, die mitspielen. Aber wer kommt es an auf eine Sprach- und Redepraxis, wo all diese Momente eine Rolle spielen und mehr oder weniger. Und wenn wir Mordfälle nehmen, da spielt das juridische und moralische natürlich eine ganz massive Ordnung. Man kann ästhetisch gucken, das war ein schöner Mord. Also das wäre zynisch. Er hatte wunderbar, elegant, wie er das Messer angesetzt hat. Das wäre zynisch. Also man würde den Mord ästhetisch betrachten, obwohl auch immer solche Momente da sind. Und das Handeln hat Gewichte, die Handlungen sind primär, das ist primär relevant, ob es moralisch zulässig ist, ob es rechtlich zulässig ist, dass es nicht identisch ist, ob es passend ist, ob es interessant ist, Interesse weckt und all das. Und darin ist das enorme Normalität nur ein Gesichtspunkt und der wird zumeist verkannt. Und wenn man aber über Kultur sprechen will, ich mache nicht auch viel Kulturwissenschaften, dann müssen Sie diesen Bereich sehr ernst nehmen, weil vieles an, auch was Moralität ist, bewegt sich genau auf dieser Ebene. Also ich zum Beispiel, das ist auch Levinas sagt, après vous, monsieur, ist eine Redensart im Französisch, nach Ihnen, mein Herr. Das ist keine bloße Floskel, sondern ich lasse dem anderen den Vortritt. Man kann das nehmen wie reine Floskel. In der Situation sagen wir après vous.
und dann nichts. Und man sagt guten Tag und es ist wie eine Maschine. Man könnte auch eine Maschine anstellen. Man kann aber auch Grußformen ernst nehmen, dass durchaus ein Anspruch des Antwortes ist, den man als gegenwärtig begrüßt, guten Morgen oder wünscht etwas, das ist durchaus da. Es kann nur dermaßen so in den Hintergrund treten, aber es ist eine Art von Alltagsmoral, wie man sich grüßt. Man könnte sich vorstellen, wir würden alles Grüßen abschaffen. Wäre ja nach Ökonomie-Gesichtspunkten redundant. Also vielleicht sage ich guten Morgen, wir kennen uns, wieso soll ich Ihnen guten Morgen sagen? Man könnte das alles abschaffen. Welche Rolle haben diese Rituale? Da kommt man in die Alltagsliebrituale. Für mich ist es eine Art von Verkörperung von Moral, dass wir nicht bloß zweckrational miteinander umgehen, also ich gebe Ihnen eine Karte, Sie machen einen Stempel und dann gehen wir wieder weg. Man spricht zusammen, es ist wie eine Art sozialer Hintergrund und auch er hat eine gewisse moralische Funktion, obwohl es nicht moralische Regeln sind, die genau vorschreiben, dass man es so macht. Aber dass man sich grüßt, ist durchaus eine moralische Sache. Sie können auch jemanden beleidigen, den Sie ihn nicht grüßen. Das ist auch, das gibt es auch. Ich habe erlebt, dass Sie mich mal gegrüßt haben, aus politischen Gründen oder etwas. Also jetzt das Grüßen kann in den Bereich der Achtung hineingehen. Obwohl es oft ist so normal, was sagt man in diesem Land hier etwas dieses oder jenes. Wie gesagt, auch Generationen ändern sich, auch Situationen ändern sich. Aber das finde ich einen ganzen Bereich, der wird zu wenig beachtet. Und dann haben wir immer Moral, als würden wir dauernd morden oder nicht. Da habe ich immer gutes Gewissen. Keiner von Ihnen hat, glaube ich, hier schon ein Messer in die Hand gehabt, wie man zu morden. Da können wir über andere sprechen. Wenn wir über das Grüßen sprechen, über Aufmerksamkeit, sprechen wir viel mehr über uns selbst, als wenn wir immer bloß extreme Verbrechersituationen nehmen, wo wir doch nie in die Situation kommen, hoffentlich solche Verbrechen zu begehen. Und in Diktaturen ist es plötzlich bloß schwierig, wo man also auch Standhaftigkeit zeigen muss. Nein zu sagen, kann dann plötzlich gefährlich werden. Das ist einfach, aber das hat zu tun, was Sie einem Philosophen auch zubilligen müssen, dass er das Gewicht auf eine bestimmte Thematik legt. Ich würde sofort Ihnen zustimmen, wenn ich sage, ich wollte im Handstreichen alles lösen. Ich habe viel über Gewalt gelesen. Wir haben in Bochum ein Institut für Genozid und Diaspora-Forschung, wo dieses Problem aufkommt. Aber das ist ein spezielles, ein außerordentlich wichtiges, das ich hier nur ganz am Rande gestreift habe. Letzte Frage. Keine Frage, zwei kleine Bemerkungen. Erste, ich wollte nicht missverstanden werden. Ich stimme wohlig zu, dass die Normen nicht per se sozusagen betrachtet werden müssen. Und in diesem Sinne finde ich gerade, dass diese Differenzierung zwischen Normalität und Normativität methodologisch fruchtbar ist, weil es veranlasst dazu, die Normen sozusagen in statu nascensi zu betrachten. Und zweite Bemerkung, was finde ich bemerkenswert und wirklich interessant in unserem heutigen Gespräch, es ist, dass alles kommt darauf an, aus welcher Perspektive man spricht. Sie sagen, dass die Normen kein Thema in Deutschland mehr ist. Nein, da ist so viel darüber geschrieben. Also da halte ich mich nicht für das Originell. Und das, warum soll ich das? Ich habe die Rolle der Norm in der Erfahrung oder in der Lebenswelt, das ist meine Thematik. Während die Normenlogik ist eine ganz seriöse Sache, die es natürlich auch gibt, die habe ich also, dazu gibt es einfach sehr viel. Kant ist für uns eine solch große Autorität. Man muss sich immer entschuldigen, wenn man etwas sagt, was nicht in der Kritik der reinen Vernunft oder Kritik der praktischen Vernunft liegt. Dass Sie und andere Philosophen oder Intellektuelle in Deutschland irgendwie Interesse an diese Themen verlieren, es kann vielleicht ein gutes Zeichen des Liberalismus sein. Aber aus unserer osteuropäischen Perspektive her, die Normen, und zwar nicht die bestehenden Normen, sondern diejenigen, die noch zu schaffen sind, das ist wirklich ein Nerv für unsere gegenwärtige Situation. Und
Ich vermute, dass Phänomenologie hat was zu tun mit dieser. Ja, das ganze Buch geht über Moral und Normen. Also das ich meine auch nicht, dass es unwichtig ist. Es gibt eine Art von Arbeitsteilung bei sich selbst. Man spricht nicht über alles gleichzeitig. Und es gibt auch eine Arbeitsteilung innerhalb einer Wissenschaft. Ich wollte nur sagen, dass diese Momente, ich brauche keinen Frankfurter sagen, es gibt Normen. Das ist so selbstverständlich. Mhm. Da ist eher die Frage, überschätzt du nicht? Gibt es, wenn man über Handlungen spricht, über Sprache, ist das genug, über so den Akzent darauf zu verlegen? Und da habe ich, also ich habe gerade meine Autoren, die ich genannt habe, da gehört Alfred Schütz dazu, ein Sozialphänomenologe aus Wien, der auch wusste, worüber er spricht. Der hat genau diese Form Alltagswelten auch untersucht. Und Kango Yem kam aus der Medizin, wo auch immer ein Problem der Normalität, wo auch bestimmte Normalitäten fixiert werden und es sind auch nur Fragen. Darauf wollte ich mich beziehen. Vielleicht noch ein Punkt mit dem Alltag. Wir feiern in Anführungszeichen gerade die Bücherverbrennung, die war im Mai. Sie kam auch in den Zeitungen. Und da gibt es, ich weiß nicht, von wem der Satz stammt, erst verbrennt man Bücher, dann verbrennt man Personen. Und der Satz hat sich als der wahr erwiesen. So war es, der Büchste buchstäblich. Da kann man sagen, Bücher, das ist bloß ein symbolisches, es hat nichts mit Mord zu tun, es ist symbolisch, Zerstörung von Symbolen. Aber de facto ist, ein Buch hat einen Autor, also indirekt richtet sich gegen jemanden. Und de facto war es zum Teil dieselben Personen, deren Bücher verbrannt werden, saßen auch im KZ. Also da meine ich dieses, auch, was im Alltag noch kein krimineller Akt ist, das waren Bücher, die nicht gestohlen waren. Die wurden von Bibliotheken zur Verfügung gestellt für den Brand. Aber darinnen bahnt sich etwas an und die Moral und die Amoral beginnt schon im Alltag. Das finde ich, den Alltag ernst nehmen, heißt auch mehr über Moral sagen, ob es gut oder schlecht. Man kann auch sagen, schreckliche Dinge passieren. Aber das fand ich, finde ich sehr zu, die Entstehung der Normen. Und die kommt aus Situationen, die nicht schon selbst normativ sind. Und das ist viel fruchtbarer als, also du sollst nicht töten oder nicht morden, sind wir uns schnell einig. Aber wenn wir über das Hintergrund schauen, wie kommt ein Kind, wie wird jemand verführt dazu, oder wird jemand dermaßen gemobbt und ausgeschaltet an der Gesellschaft, dass er zur Waffe greift. Dieses Umfeld ist, finde ich, für die, auch die Beurteilung der Normalen wichtig. Moral ist ein Gesichtspunkt, ein unerlässlicher, ein notwendiger, aber die Verletzung des anderen ist mehr als die Verletzung einer Norm. Das ist zweierlei. Das finde ich. Also Genozid betrifft Menschen und nicht bloß eine Norm, obwohl die auch eine Norm betrifft. Ja, das sind dann Riesenfragen, ja. Danke sehr. Ich denke, dass wir heute die Diskussion in mehreren Sinnen eröffnet haben. In dem Sinne, dass wir sehr viele Fragen gestellt haben und sehr viele Motive jetzt zur Frage der Moral, Stellung der Moral übergangen haben und so weiter. Aber auch in dem Sinne haben wir die Diskussion eröffnet, dass wir heute erste Diskussion im Rahmen von Agora Baltico organisiert haben. Das ist Agora Baltikum, ein Projekt im Rahmen von der GGU. Und ich hoffe sehr darauf, dass dieses Projekt weitergeht und dass wir weitere so schöne, interessante, spannende Diskussionen mit Gästen aus verschiedenen Ländern, auch aus Litauen und Belarus, haben werden. Und ich bedanke mich für alle Teilnehmer für diese Diskussion. Ja.